Was haben wir jetzt Folge? Achso, ich wollte noch sagen. Ja, ja, ist an. Was, du schon an? Ja, ja, ist schon an. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein paar Sachen sagen. Ja, ja, sag ruhig. Also, was ich sagen wollte, ist, wenn wir das Paket dann aufmachen, müssen wir dann alle. Okay, dann machen wir das. Dann wird es ja richtig schön heilig. Mit der Stimmgabel. Genau. Ja, aber wir sind die Biertaucher, oder? Und wir sind die Biertaucher seit 256 Folgen. Nein, 255,1. Und jetzt begrüßt sie heute der Gregor, die Anna, der Dennis und der Horst. Dann sage ich nur Prost, die Dame, Prost, die Herren. Prost, Sci-Fi ist da, Leute. Ah, ist schon? Prost. Okay. Wir befinden, es ist ausnahmsweise Mittwoch, der, weißt du, sie nennt? 18.05.2016. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Agentur für Online-Marketing aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle und auch an unsere Flatterer. Ayugo beispielsweise, vielleicht, weiß man nicht. Ja, wir werden derzeit nicht mehr direkt geflattert für Folgen, wir haben aber noch monatliche Flatterer. Von denen sehe ich aber die Namen nicht, also das sehe ich nur monatlich. Okay. Deshalb ist die Flatterhuldigung ein bisschen zurückgegangen, aber trotzdem danke an alle, danke, die uns immer noch die Treue halten. Mhm. Und auch vielen Dank für das Klebemonster. Das Klebemonster, ja. Es lebe hoch. Unter Twitter zu finden unter Twitter@Klebemonster. Mhm. Ich habe mich noch gar nicht fertig nämlich bedankt fürs letzte Geschenk, für die Bieröffner und so. Hey, das wollen wir noch nicht sagen. Ach, verdammt. Ach, aber das Unboxing ist doch bestimmt schon online. Ja, stimmt. Ist schon auf YouTube. Ja, 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 also. Ja, also sie aus den Händen gerissen zu Hause. Echt? Ah, erzähl, ja. In der WG, ja. Cool. Eifrigen Einsatz. Mir wurde er nicht aus den Händen gerissen, weil ich war ja so schusselig, dass ich ihn hier vergessen habe. Ja, aber ich habe ihn inzwischen wieder. Hast du? Ja. Okay. Und bei meiner Freundin hat er nicht funktioniert. Du hast deine Freundin versucht zu öffnen mit einem Bier. Okay. Machen wir das wieder unter den Teaser. Worüber reden wir heute? Ja, mein Name ist Gregor Bredun und ich bin absolut Raspberry Pi süchtig. Oh. Hallo Gregor! Außerdem kann ich das Sci-Fi im Park ankündigen und die Filme, die dort gespielt werden. Mm. Das war's. Habe ich auch schon angeschaut, die Liste. Anna, worüber redest du heute? Ja, die Anna redet. Die Anna hat ja schon notiert, dass sie nicht darüber redet, dass sie ein Linux auf ihrem MacBook Air installiert hat, weil das hat sie nämlich nicht. Mhm. Sie redet vielleicht darüber, was da alles schief gehen kann. Ja, ja, ist gut. Und dann möchte ich gerne ganz kurz darüber reden, was es mit der ältesten Konservendose der Welt auf sich hat. Das klingt cool. Wahrscheinlich von Instastoffer. Dennis, worüber redest du heute? Ja, also zum einen möchte ich über etwas reden und zum anderen... Worüber? Und zum anderen möchte ich schon direkt das Unboxing des Geschenkes vom Klebemonster diese Woche ankündigen und reden tue ich über das Wave Gothic-Treffen. Ah! Okay. Sollten wir erwähnen, dass wir jetzt noch gar keine Biere getrunken haben? Oder ist das... Wir haben schon gepostet. So, ich schon. Nur, weil wegen des Albernheims-Levels. Achso, na, nein. Ja, genau. Okay. Okay. Ich habe schon vorgeblüht. Und ich habe viel erlebt. Ich rede darüber, dass ich belästigt wurde. Und wie es dann in meinem Hirn ausgeschaut hat nachher. Und ich habe ein Buch ausgelesen endlich wieder mal, nämlich SPQR, History of Ancient Rome. Und außerdem war ich im Kino Birnenkuchen mit Lavendel. Und ich kann eine lustige Geschichte erzählen über Kinder, die Linux installieren. Okay, sehr schön. Ja. Die sind weiter als Sie. Ach, ja. Nimm dir mal ein Beispiel an den Kindern. Ein Thema habe ich noch, der Sven hat uns eins geschickt. Oh, ja? Da geht es um ein Swimmingpool in der Wüste. Okay. Ja. Ah, und wir haben vom Douglas Sachen auf der Themenliste, aber die habe ich noch nicht genau vorbereitet. Die werden wahrscheinlich in nächster Sendung genau behandelt. Ja, und der Harry hat uns auch geschrieben, aber ja, das reden wir uns auf. Okay. Wer es gemerkt hat, heute ist der Stefan nicht da, der ist im Sektor 5, aber nächste Woche wahrscheinlich. Genau. Jetzt kannst du noch unsere Url sagen und dann machen wir diese. Wenn Sie das alles interessiert, unter biertaucher.at finden Sie uns. Folge 256.
jetzt aber. Gut, Termine? Ah, machen wir die Termine oder? Ja. Oh, ich bin schon so heiß aus Unboxing. Ich habe ja, eigentlich, ich werde dann noch länger ausholen, aber ich kann ja schon mal ankündigen, dass am 30.05. eben das Science Fiction im Park im Park stattfindet. Das ist ein kleines Gratis Science Fiction Filmfestival, genau. Und du wirst gleich dort wohnen und das Sofa hinschleppen? Ich habe mir schon, ich habe sehr gefürchtet über die Jahre, ich habe mir schon einige Filme selbst weggeschaut. Die kennst du schon, nichts Neues im Science Fiction. Was kommt am 30.? Also ich kann ja schon mal, machen wir das schnell einfach. Hier am 30.05. am Montag geht es nämlich los mit Moon. Das ist ein Film von Duncan Jones, dem Sohn von dem leider schon verstorbenen David Bowie. Mhm. Und den kann ich nur empfehlen, der ist mit Ex Machina und She eigentlich, finde ich, einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Und mehr sollte man eigentlich nicht verraten. Vielleicht, dass der Kevin Spacey auch dort als Stimme auftritt, einer künstlichen Intelligenz, was großartig ist. Dann am Dienstag spielen sie Hell. Hell kann man empfehlen, ist ein deutscher Film über die Postapokalypse. Es ist sehr heiß in dieser Postapokalypse. Und ich fand es interessant, dass dass aus Deutschland in letzter Zeit immer mehr Genrefilme kommen. Also jetzt nicht nur so Science Fiction, sondern auch Horrorfilme. Aber Hell kann man durchaus schauen, ist interessant. Melancholia spielen sie am Mittwoch, ein Film von Lars von Trier. Das ist ein Schlag in die Magengrube. Wer sich wirklich schlecht fühlen will, sollte sich das anschauen. Moment, welcher? Melancholia. Okay. Ich find Lars von Trier super, aber er macht einen noch ein bisschen, er ist schwerverdaulich, muss man schon sagen. Pluspunkt bei dem Film, er spielt Udo Kier mit und Udo Kier so, ist immer ein Pluspunkt für mich. Am Donnerstag spielen sie Tron, ein Klassiker, den kann man auf jeden Fall kennen, oder? Am Freitag spielen sie mit der, Scarlett Johansson in der Hauptrolle Under the Skin. Ich glaube, das ist ein irischer Film, aber zumindest klingt danach, als hast du ihn noch nicht gesehen. Den habe ich schon gesehen. Ist sehr viel auch mit so versteckter Kamera gedreht. Kann man eigentlich auch empfehlen, kann einem auch Fußball langweilen. Ja, also, ich glaube, ich habe den auch schon gesehen. Ja, also der ist ein bisschen ungreifbar, weißt du, ein bisschen künstlerisch, man weiß nicht genau. Und es geht eigentlich um eine Außerirdische, die auf der Erde landet und dann sich eigentlich von Männern ernährt. Ja. Kann man so sagen. Barbarella? Ja! Ein absoluter Klassiker. Wie heißt sie, die Hauptdarstellerin? Jane Fonda, oder? Ja, nicht, ich habe nicht Jane Fonda. Nein, nicht Jane Fonda. Jetzt ist nur für mich eine Unbekannte gewesen. Was nicht die Fonda? Ich glaube so. Ich tut mir leid, bitte nachlesen. Ein totaler Trash-Film, aber herrlich. BB? Nein, das war die andere. Bajot ist nicht. Du weißt auch nicht mehr. Mit einer sehr berühmten Schauspielerin. Das werden wir noch nachrechnen. Ui, das ist peinlich. Gleich dünnes Eis. Montag, Blade Runner, Ridley Scotts Klassiker mit dem Harrison Ford in der Hauptrolle. Das könnte man sich eigentlich schon. Das könnte man wieder mal schauen. Und jetzt kommen die letzten drei Tage und da kenne ich keinen Film davon oder habe ihn zumindest nicht gesehen. Das ist zum einen mal Time Crimes, was auch immer das ist. Ah, das habe ich gesehen, ja. Okay. The Quiet Earth spielen Sie da? Ja, das ist ein guter Film. Ah, das ist schön, da bin ich da schon mal fix gebucht. Das ist ein australischer Film, also wenn es der ist, ich meine, es ist er. Und er ist sehr, sehr traurig und er ist nicht die Postapokalypse, sondern danach würde ich ihn schon fast bezeichnen. Also der fängt damit an, dass alle Menschen auf einmal alle weg sind. Bis auf einen, der plötzlich aus dem Bett aufsteht und wo sind die ganzen Menschen hin? Witzig, da habe ich mal eine Serie gesehen mit dem Thema. Aber das klingt schon mal spannend, da bin ich mal hundertprozentig da. Und am 9.6. spielen sie als Abschluss Mission to Mars. Das ist ein Film von Brian De Palma. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass der damals nicht so gut aufgenommen worden ist. Sogar so Richtung Goldene Himbeere und so. Ja. Ja. Aber ich meine, Brian De Palma, interessieren würde es mich schon. Wie ich mich kenne, vielleicht auch. Und du freust dich auf jeden Fall schon auf das Science Fiction im Park. Ja, auch wenn ich viel gesehen habe, aber zum Beispiel sagst du wie Barbarella oder so, kann man sich eigentlich muss man da schon. Wird auch ich mag so sehr. Ja. Das Lustige an Barbarella ist, ich glaube, ich habe den noch nie am Stück gesehen und trotzdem habe ich schon so viele Ausschnitte gesehen. Machen wir dann Biertaucher Ausschnitte gesehen. Entschuldigung, Gary, habe ich das Gefühl. Wie heißt die Hauptdarstellerin von Barbarella? Hauptdarstellerin von Barbarella? Ja. Puh. Also, okay. Ich wollte damit nur sagen, ich glaube, ich habe ihn noch nie in der richtigen Reihenfolge gesehen. Welche Boy? Ja.
Weil das auch, es ist ja auch so ein Film, der auf Partys auf Stumm gezeigt wird oft. Ich ganz berühmt aus dem 70ern. Ich könnte es nicht sagen, wo ich überall schon irgendwas davon gesehen habe. Sehr wenige kennen. Das ist aus 60er oder 70er Jahre. Wir hatten jetzt gerade parallel gehört. Ja, das war schlecht. Ja. Sorry, ich entschuldige. Welche Baujahr ist das? Der war 60er, 70er. Ja, damit. Ja. Ach so, 60er, 70er. Ein Film, ja, der... Eine Hollywood-Produktion? Nein, italienisch, glaube ich. Italien gedreht. Ganz berühmt. Egal. Wir es bitte in den Shownotes nachlesen, es steht da. Das fällt uns nicht einmal, ja, das ist wahrscheinlich für die letzten drei Ich weiß, Minuten, dass ich es normal weiß, aber... Gut. Naja, so viel dazu. Das war eigentlich also der Termin, genau. Haben wir sonst irgendwelche Termine? Mhm. Ja, ja, Freitag... Friday Night Skating, danach den Freitag, Friday Night Skating, danach den Freitag, Friday Night Skating. Danach weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich vermute das auch Friday Night Skating. Wow. Also den nächsten Freitag. Ja, und diesen Freitag bin ich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, außer es regnet, weil ich habe kein Schutzblech, dabei. Und falls der Podcast rechtzeitig rauskommt und Sie in Österreich wahlberechtigt sind, am Sonntag sind Präsidentenwahlen. Nicht, dass er mal vergisst. Ja. Nein, vergessen nicht, ja. Aber mit Bauchschmerzen. Noch ein Termin, was war das denn noch gleich? Ah ja, genau, am 22. auch, an dem Tag, wo die Wahlen stattfinden, Show and Tell im Metalab. Ah ja, genau. Mit Sven? Oder? Ohne Sven, aber ja, mit allen anderen. Mit allen anderen. Also den lustigen Zweien und den, ja... Bist du Show und Tell? Also, ja, ich bin dabei. Das ist eine Überraschung, oder? Also, was du gerade ist, noch nicht im Vorfeld. Was ich zeigen würde, ich habe es mir noch nicht überlegt, ob ich was zeige und was ich zeige. Aber auf jeden Fall die zwei, McLem und ich habe den Namen vom anderen vergessen, sind wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dabei. Cool. Lohnt sich. Geht das denn bis abends? Das geht abends. Das also, das doch dann oft so ein Fortgehen, oder? Ein Schnitzel essen. Ja, das ist auf jeden Fall. Show and Tell war anschließend durchaus manchmal. Also beim letzten Mal nicht, weil es ja nachmittags stattgefunden hat. Ich bin erst abends wieder aus Hannover zurück. Okay, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Uhrzeit. Vielleicht. Ja. MetaLab-Kalender anschauen auf der Seite metalab.at und wir werden es in den Show Notes verlinken. Steht auf jeden Fall im Kalender drin von MetaLab. Jetzt aber. Jetzt gut, aber. Nerd-Thema zuerst. Ich habe. Ja, Geschenk-Unboxing. Geschenk-Unboxing. Achtung mal. Okay. Danke, also, danke, liebes Klebemonster. Ja, und wir tun jetzt für die Weltöffentlichkeit auf YouTube festhalten, wie der Dennis Moment, das Paketchen mich, öffnet. Wie der Horst also, mit seiner bitte Kamera-Handy nicht die heiligen Gesänge. Ja, ich habe soll ich es eher so auf Odyssee ansteuern? Das kann und, ich auch so also, keiner traut sich. Eine flache Schachtel, die sich öffnet, dass der Hörer nicht so fangen. Und. Oh, es ist irgendwas Tolles drin. Ja, das ist ja toll. Oh, Wahnsinn. Oh mein Gott, schaut euch das an. Es ist schwarz. Nein, es ist weiß. Das ist ja super. Es ist sogar in schwarz. Wahnsinn. Das sind Taschen. Das sind Taschen. Ich kann schon nicht verraten. Ach ja, das stimmt. Nein. Nee, es sind keine Taschen. Sondern T-Shirts, doch, sind Taschen. Taschen. Also wir haben Biertaucher-Taschen bekommen. Damen-Oberteile. Aber was? Wie willst du denn? Da willst du ja wie Biertaucher. Ja, Biertaucher. Ab heute ist Pflicht, dass das jeder ist ja das ständig Wahnsinn. Trägt. Ich kann schon komplett durch. Ich werde über eine Schulter die Tasche tragen und in der anderen den Bier öffnen. So werde ich durch die Straße gehen. Ja, und du mit einer Tasche voller Bieröffner holen dir einen Bieröffner. Ja, genau. Jedem so ein Pickel drauf. Noch besser. In der Tasche hast du Bierdosen drin. Ja. Das wäre Science Fiction im Park. Ja, können wir machen. Genau, stimmt. Ich will Bier verkaufen mit der Biertauchertasche. Ja, danke, liebe Monster. Das ist ja, super. Wirklich. Das schaut super aus. Ja. Ja, und am besten ist es, wenn du die ganze Zeit den Bieröffner in der Hand hast, den Flaschenöffner in der einen und die Bierflasche in der anderen Hand und die Tasche noch um die Schulter herum. Mhm.
Jetzt müsstest du noch das offizielle Biertaucherbier. Das Logo geben. Dann aus deinem Stil. Das Shirt haben wir noch vom Stefan, das gehört hat. Ja, genau. Ja. Taucherbier, genau. Ja. Ich wollte mit dem Monster, wenn du dran denkst, schick uns doch irgendwie per E-Mail oder über andere Kanäle da, das Biertaucher-Logo, dann würde ich das nämlich vielleicht mal einbauen bei Zeiten bei uns. Wir haben es irgendwo. So. Haben wir es schon? Ja, haben wir es schon bekommen. Aber einfach ein Klebemonster. Wer super. Möchte es in Gelb haben? Ja, nehme ich Gelb gerne, ist ja. Cool. Gelb geht bei mir überhaupt nicht. Da wird meine Freundin sofort sagen, sie scheidet sich von mir, obwohl wir noch nicht mal verheiratet sind. Das Gelb ist so ein No-Go bei dir. Das passt nicht zu deinen Augenfarben. Also ich glaube, ich würde ja mit der roten Jacke sich. Und der grünen Weste drüber und dann eine gelbe Tasche. Das wird ein bisschen. Das heißt, du möchtest ich glaub, schwarz. Ich hätte haben. Lieber eine schwarze. Meine Damen, meine Herren, kann man fokussieren am Podcast. Nein, ja, alles ich liebe auf die Tasche. Bitte, ich bin nicht, ich stehe auf Farbe. In schwarz oder in gelb? In gelb, okay. Das ist auch die letzte gelbe Tasche. Damit hat Stefan keine Auswahl mehr. Stefan, er bekommt eine schwarze. Und super, danke. So, jetzt können wir uns wieder konzentrieren. Okay, okay. Jetzt ist die ganze Konzentration weg. Ja, ich habe was von King Linux installiert. Ja, hat. Das, so. Okay. Ja. Das fällt unter die Serie Horst redet, wie toll und leimer der ist und über seine eigene Firma. Also, ich habe Kinder unterrichtet und Kinder haben Linux installiert, also ein Kind auf einem Computer, das es vormals noch nie getan hat. Relativ neu im Laptop, kein Schrott-Laptop. Und haben auch alles zusammengebracht. Und das war aber ein bisschen schwierig, weil da war jetzt irgendwie so eine Dual-Grafikkarte drin. Also sowohl eine Intel-Grafikkarte als auch eine Nvidia. Oder ja, eine Monitore oder so. Nein, dass manche Laptops haben das, ich glaube zum Stromsparen ist der Hauptzweck. Ne? Mhm. Und, verstehen. Ja, und Kinder haben ganz eigene Anforderungen an Linux, also nicht irgendwie, dass der Desktop cool ausschaut oder dass irgendwie LibreOffice drauf ist, das ist ihnen herzlich wurscht, ja. Du sondern musst laufen. Minecraft muss laufen. Ah. Wenn Minecraft nicht läuft, kann das ganze Linux nichts. Und das haben wir dann auch zusammengebracht mit Java, aber Minecraft hat dann einen OpenGL-Fehler gemacht. Drama. Ja? Also war die OpenGL-Karte, also die Nvidia-Karte wurde nicht richtig erkannt. Das ist fies. Und ich habe dabei noch andere Kinder unterrichten müssen und mich nicht so super voll konzentrieren kann. Und ich habe immer nur Zeit zum Recherchieren, also in Google so maximal eine Minute und dann quengelt schon irgendein Kind oder muss ich mich um den anderen kümmern. Und da habe ich so gemerkt, in der Zeit schaffe ich das nicht. Ja. Da habe ich gesagt, okay, wir starten nochmal hoch und schaue, ob das Windows noch drauf ist. Also ich glaube, wir haben ein Dual Boot gemacht. Mhm. So ganz weiß ich es nicht mehr. Ja. Vielleicht auch nicht. Ja, auf jeden Fall. Das startet selbstständig noch einmal hoch und geht in diesen Modus abgesicherten Start, den was du eigentlich von Windows kennst. Den gibt es auf Linux auch über das Startmenü. Ne? Ja. Und da drückt er so herum und ich beachte nicht, erkläre gerade irgendeinem anderen Kind was. Ja? Und auf einmal sagt er, ja, es geht wieder alles. Und ich, ja, super, hast den zum Starten gebaut, dann brauchen wir jetzt nicht nochmal neu installieren. Ne? Und ein bisschen später sagt er, ja, Minecraft geht jetzt. Und zwar habe ich daran gemerkt, dass er so verdächtig ruhig war. Also wenn Kinder verdächtig ruhig sind und nicht quengeln, dann ja, gut, das sei. Dann habe ich gesagt, und wie hast du das jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Ich habe einen Pfeil nach rechts gedrückt. Also ich weiß es bis heute nicht, was er angestellt hat. Ja. Er hat auf jeden Fall ins Startmenü gegangen, in diesen Expertenmodus und irgendwie auf Pfeil nach rechts gedrückt und dadurch den Grafiktreiber hingekriegt. Und wir haben nämlich schon im Xorg-File umeinander gefuhrwert. Also ich war eigentlich schon drauf, okay, wir müssen alles noch einmal neu machen, aber Kind hat das magischerweise mit Pfeiltastendruck ohne Ahnung, er hat wirklich nicht gewusst, was er tut, ne, aber hat das gemacht und nachher dann fröhlich Sachen installiert, 3D-Spiele und sowas, so picobello. Perfekt. Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Also eine Linux-Installation, die besser verlaufen ist als normal. Mastroianni? Nein. Urtognasi? Nein. Ich? Nein. Na. Aber ich glaube, mit der Fonda war es nicht schlecht. Okay, ja. Franco Nero? Nein. Egal. Ich schaue es nachher nach. Gian Mario Valentoni? Nein. Nein? Könnte sein, dass die alle drin sind, ich weiß nur den Namen. Dann weißt du ja nicht, also den hätte ich weggelernt, glaube ich. Ja, und also, das ist eine Erfolgsstory für das Kind. War mal eine Erfolgsstory, ja. Super. Ja, für mich sehr erfreulich, ne? Weil normal ist genau umgekehrt. Kinder sind dann grantig auf Linux, weil Lieblingsspiel nicht geht und man muss schlimm wieder Windows versuchen wiederherstellen und sie haben natürlich keine CD und bla bla bla. Ja, genau, super. Ja, ich habe auch, ich habe einen Raspberry 3 Du hast besorgt. Einen coolen konnte nicht anders. Wo hast du den besorgt? Im MetaLab aus dem Automat? Na, Amazon. Mhm.
ganz uninspiriert zusammengekickt aus dem Reich der Dunkelheit. Aber ich habe ja eigentlich schon den Zweier, habe ich mir auch gekauft. Ich bin, also meine Biografie von so was ich zu Hause laufen hatte, ich habe lange Zeit den Raspberry 1 laufen gehabt, dann bin ich dem Raspberry Pi untreu geworden, habe den BeagleBone Black jetzt lange Zeit betrieben, dann habe ich mir den Raspberry Pi 2 gekauft, hatte aber den noch kein Animus, den irgendwie gescheit aufzusetzen. Also der hat praktisch verstaubt, oder? Nein, auch nicht, weil ich habe mir oben Elec drauf installiert und benutze ihn jetzt als Medienabspielmaschine. Okay, also der ist der Film-Guck. Das ist der Film, das macht er so hinreichend gut. Der Couch-Server. Ich möchte ja auch ein bisschen Werbung von Raspberry Pi machen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den jetzt nicht einfach irgendwie so in der Runde der Freunde irgendwie rumreiche. Also jemand, der noch nicht Linux-beglückt ist, kriegt das dann so als... Schaut's einmal, weil da könnt ihr ja gut eure Filme schauen. Mit dem Smartphone das bedienen und das ist schick. Also weil du schon alles fertig einrichtet hast. Genau. Das führt aber dazu, dass du den allen das einrichten darfst. Genau, du bist dann der Admin. Das ist aber bei OpenElec, das wäre kein Problem. Test, du nimmst einfach die SIM-Karte und gibst sie ihnen. Es gibt ein Update, hier bitteschön. Tausch einfach die Karten aus. Was ist? Naja, ne, die müssen eigentlich nur WLAN-Passwort eingeben und der Rest. Den sollst du mal selber zurechtkommen. Das ist auch ein guter Test, wie freundlich ist. Und bei OpenElec, das ist so elegant und so schön. Also da könnte es sogar mit eigenem Nicht-Techie-Hausverstand funktionieren. Und was hast du jetzt mit dem Raspberry 3 gemacht? Der Raspberry 3, der ersetzt jetzt meinen BeagleBone Black sozusagen und der verteilt im Heimnetzwerk Samba-Shares. Das heißt, ich habe es ist so eine Art NAS für mich zu Hause. Das heißt, ich kann überall auf meine Dateien zentral zugreifen. Dann auch wenn du von zu Hause weg bist sozusagen? Auch der rennt durch sozusagen? Oder? Ja, schon. Allerdings nicht über SMB. Das ist nur intern. Das lasse ich nicht ins Netz raus. Wieso nicht SMB und NFS und FTP vielleicht noch? NFS spricht nicht jeder. Wenn ich habe so viele Windows-Freunde oder wenn du unter Android zum Beispiel einen Media Player betreiben möchtest, da sprechen viele SMB und du kannst wunderbar Filme schauen. Bei NFS wird es schwierig. Das heißt, ich habe Tablet, schaue ich ja das meiste und meine Filme kann ich dann über den SAP-Share wunderschön anschauen. Wenn ich von außerhalb zugreife, ich habe ja auch das Bedürfnis, dass ich mich von überall zu Hause einloggen kann, ein bisschen schauen kann, wie geht es meinem Heimnetzwerk oder auch einfach eine kleine Testumgebung zu haben, dass ich einfach andere Rechner von zu Hause aus dann pingen kann und so. Es ist nie schlecht, irgendwo zu Hause eine Shell zu haben. Ja. Also da nehme ich SSH. Und warum tust du den BeagleBoard? Also war der kaputt oder wird einfach jetzt nur upgradet? Das war jetzt ein Upgrade eigentlich. Mhm. Ich wollte einfach ausprobieren, wie performt der Raspberry 3 und wie ich schon gesagt habe, ich bin ein bisschen Raspberry 3. Ich musste mir kaufen. Und was kostet in Österreich jetzt ein Raspberry 3 via Amazon? Also ich habe dann so ein Package gekauft, aber weißt du, da ist gleich einmal eine SD-Karte dabei, wo du das System drauf dudeln kannst, da ist ein passendes Netzteil dabei und das ist so eine transparente Hülle dabei. Ah, okay. Und was kostet das? Alles in allem habe ich jetzt 79, um die 70, 75 Euro bezahlt. Ja. Der Raspi selber kostet, glaube ich, 35 oder so um den Dreh herum. Also muss man selber schauen. Günstiger Computer. Genau. Magst du vielleicht ganz kurz, weil du hast es vorher bloß so eingeworfen und ich kenne den Automaten, aber magst du was über den Automaten schnell erzählen? Weil ich finde, also wenn man ins MetaLab geht, ist dort vom Overflow installiert ein ehemaliger Zigarettenautomat, glaube ich. Und der tut jetzt für den Nerd, der halt sonntags nachts dringend Hardware braucht, Hardware ausspucken. Und ich glaube, er ist befüllt auch mit Raspberry Pis. Also ich weiß, er ist mit Schokolade befüllt, Kabeln, so Kleinteilen, was man halt so braucht. Stecker, Adapter, alles mit. Ja, ich glaube auch, dass Android-Netzteile, glaube ich, was sehr wichtig ist. Ja. Also das, was man halt dringend braucht, wenn alle Geschäfte zu haben. Und Ohai-Browser, die ehemalige, sagt euch das nichts? Nein. Jedenfalls, ich saß einmal im MetaLab da und da ging er durch, möchte noch jemand hier Ohai-Browser, die ist abgelaufen, die kann ich nicht mehr verkaufen. Und dann habe ich gefragt, ja, was ist das denn? Ja, das ist sowas ähnliches wie Ahoy Browser, nur mit Guarana. Oh, wie schmeckt das? Nach Arsch. Was für eine wunderbare Geschmacksrichtung. Ja, ich habe mir gedacht, naja, probiere ich das gleich mal. Ja, gut, okay, nehme ich mal. Das kann man am Automaten prinzipiell beziehen. Ja, jetzt nicht mehr, weil die werden nicht mehr verkauft. Das Unternehmen musste sich umbenennen, die Ohai-Browser, wegen der Namensähnlichkeit zu Ahoy-Browser. Das war ja nur umgedreht. Jetzt heißt es Guarana
einer Brause oder so ähnlich. Und gibt es jetzt mit Kirsche und mit Zitronengeschmack. Auch an dem Automaten wieder. Mhm. Und das habe ich auch Brause, probiert. Das ist einfach ein Pulver, das du in ein Glas Wasser reintust. Es ist nicht so pulverartig, so fein, sondern etwas gröber. Und man kann es eigentlich auch ohne Wasser zu sich nehmen. Das kannst du so schlecken. Oder? Ja, genau. Eine Schleckbrause ist durchaus auch. Und das knistert dann auf der Zunge, oder? Ein ganz klein bisschen, ja. Also so wie die Ahoi-Brause halt. Nur mit sehr viel Koffein, also es ist extrem stark. Ahoi-Brause ist eventuell was Deutsches, was der Österreicher ist. Also ich kenne Brause schon, aber Ahoi-Brause sagt mir nichts. Okay, das ist so ein Pulver, gibt es zum Beispiel mit Waldmeistergeschmack. Das wird in ein Glas Wasser geschüttet, löst sich dort auf, man kann es trinken, es ist furchtbar süß. Oder man schlägt es sich direkt. Und das sind so kleine Kristalle, also das ist kein Pulver, sondern eben eher so kristallähnlich. Ja. Zucker. Ja. Und wenn man es aber in ein Wasserglas tut, schäumt es so auf und wird so ein Sprudel. Ein ganz klein bisschen. Okay. Ja, und ich muss sagen, das Original Ohai-Brause schmeckte wirklich nach Arsch. Diese Beschreibung ist wirklich so passend. Ehrlich. Ja. Die neuen, das war jetzt nicht meine Absicht, als ich nach dem Automaten das Thema dorthin zu bringen. Aber gut. Ja. Die neuen schmecken übrigens nach Kirsche und Arsch oder Zitrone und Arsch. Ich versuche um am Thema wechseln. Ich kriege jetzt schon nicht mehr den Hashtag aus meinem Hashtag Kirsche Arsch. Genau, der externe Zugriff nämlich per SSH natürlich und File-Transfer, wenn ich von außen zugreife, per SFTP. Das kann man ja eigentlich über den OpenSSH-Server abwickeln, aber ich habe mich da schon seit Jahren eigentlich immer auf den Pro-FTPD konzentriert. Das ist aber FTP. Nein, der hat nämlich ein Modul und der greift dann im Hintergrund auf den OpenSSH-Server zurück und kann SFTP sprechen. Und das, also SSH sprechen. Und das Coole daran ist, der ProFTP spielt halt so ein paar Stücke und konfigurationstechnisch die mir sehr taugen. Beispielsweise, wenn du mehrere User einrichtest, dann kannst du die Dateirechte konfigurieren von den einzelnen Ordnern. Und du kannst ProFTP sagen, wenn jemand keinen Zugriff auf einen gewissen Ordner hat, dann soll er den überhaupt gar nicht aufgelistet sehen. Mm, dass er nicht neidisch wird und da reinspecken. Richtig, also einfach, dass die Umgebung für ihn schön sauber ausschaut, dass er nur seinen eigenen Upload-Bereich Information sieht. Information denial. Es ist cool, ja. Und man kann auch einfach auch gewisse Befehle restriktieren, dass er nicht, dass zum Beispiel viele FTP-Clients haben die Angewohnheit, selber noch ein Change-Mod über einen File rüberrennen zu lassen und die Rechte zu vergeben. Kannst du ihn abgehören, kannst du ihn verbieten einfach. Also das sind schon coole Sachen. Was ich noch aufgesetzt habe darauf, ich habe dann auch immer eine Webseite, ein WordPress zum Rumspielen, wo ich immer gewisse Sachen teste. Also dein Test-WordPress. Ein Test-WordPress. Und da habe ich sonst immer den Apache verwendet und wollte diesmal den Nginx einsetzen. Habe ich auch. Also der Nginx ist ja so das neue coole Kind hier in Sachen Webserver benutzen. Und ist auch wirklich einfach aufzusetzen. Also das ist wunderbar. Das Blöde ist, wenn man einen WordPress aufsetzt, ja, dann wie man, dass dieses WordPress mal prinzipiell weggesperrt ist von der Öffentlichkeit. Ich habe es wieder mal versucht, ein WordPress versucht mit Plugins irgendwie login-mäßig sicher zu machen, aber im Grunde will man das nicht, vergesst diese Möglichkeit, es geht nicht. Ja. Also es geht schon, aber das ist bei weitem nicht sicher. Deswegen brauche ich eine starke Authentifizierung auf Webserver-Basis. Da gibt es zwei Sachen, die es schon ewig in der Webserver-Sache gibt. Da gibt es einerseits das HTTP Auth Basic, was nicht sicher ist, weil es sendet die Passwörter zwar kodiert, aber nicht verschlüsselt. Du kannst ein bisschen helfen, indem du, also ich würde sowieso den Webserver nur HTTPS sprechen lassen, also über SSL. Aber dann hast du das Problem, dass das HTTP auf Basic zum Beispiel so Konzepte wie ein Timeout nicht versteht. Ja? Das heißt, wenn du einmal eingeloggt bist und den Tab im Browser schließt und dann noch einmal das öffnest, dann bist du wieder eingeloggt in die Seite. Das ist ein Verhalten, das möchte man nicht. Und deswegen gibt es ja auch schon seit längerem die Authentifizierungsmöglichkeit, das habe ich unter Apache immer sehr gerne genutzt, am htdigest. Und die bietet dir solche Konzepte an, beziehungsweise ist auf jeden Fall einmal die
Username, Passwort wird verschlüsselt geschickt. Und das jetzt komme ich nämlich zu dem Punkt, beim Nginx gibt es dieses Modul zwar für HTTPS, Authentifizierung, ist aber zurzeit in Debian nicht per Default rein kompiliert. Mhm. Das heißt, ich müsste mir das selber bauen, was ich schon mal so Moment, finde. Hast du das extra installiert? Ja, ist auch nicht drinnen. Ja. Okay. Und selbst wenn ich es installieren würde, sie schreiben auf Nginx-Seite extra Leute, Vorsicht, 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 das ist eine Alpha, das hat bis jetzt, bis auf den Entwickler selbst hat da noch keiner drüber geschaut. Da habe ich zu viel Bauchweh, um das einzusetzen. Also es wird auf jeden Fall wieder ein Apache werden und was ich im Hintergrund, werde ich halt verschiedene Sachen ausprobieren. Ich tue ja nicht nur WordPress, also ich möchte verschiedene Services haben. Was mir zum Beispiel ein Anliegen ist, ist auf meine EPUB-Bibliothek überall zugreifen zu können. Da gibt es Möglichkeiten, dass du entweder den Calibre, das ist eine Verwaltungssoftware, eine ziemlich mächtige, als Headless so im Server, so mit ein paar kleineren Hacks aufsetzt, sodass du über HTML beim Webbrowser auf den Calibre Frontend zugreifen kannst, aber es gibt doch mittlerweile jetzt diverse meistens PHP-Projekte, die einfach ein Frontend, da musst du eigentlich nur dieser PHP-Installation dann sagen, wo ist deine Calibre-Bibliothek und es bildet dir dann das in ansprechender oder weniger ansprechender. Also der macht daraus gleich eine Webseite sozusagen. Genau, der macht eine Webseite. Dann kannst du es auch online lesen oder nur eigentlich, dass die EPUBs dann wieder runterladest? Manche Projekte haben auch online oder so, ja. Was ich mir auch überlegt habe, vielleicht eine OwnCloud, da würde ich sogar vielleicht einmal ohne der Webserver-Authentifizierung mich trauen, die Passwortabfrage zu machen. Das würde ich mich nicht trauen. Ich weiß, du bist sehr kritisch bei PHP und du bist noch kritischer bei OwnCloud. Ich bringe dem OwnCloud-Projekt eigentlich schon ein bisschen mehr Vertrauen. Aber auch schon lange nicht mehr damit, muss ich auch zugeben, lange mich nicht mehr damit auseinandergesetzt. Zwei Fragen, Gregor. Alle diese Sachen, die du jetzt erwähnst, rennen derzeit am BeagleBoard Black? Ja. Und die werden jetzt dann rennen am Raspberry 3? Ja, demnächst. Also wenn ich mich dann mit meinem Webzeug auseinandergesetzt habe und mir da irgendwas, was mir Spaß macht, überlegt habe, dann wird das auf dem Raspberry 3. Und der genaue Grund zum Wechseln, wenn ich das jetzt richtig kapiert habe, war nur, dass du Lust gehabt hast, dir einen Raspberry 3 zu kaufen. Ja. Das war nicht, dass das BeagleBoard Black zu schwach war oder altersschwach. Also wenn das Netzteil kaputt geht, ist das schon das Maximalste, aber das ist rockstable. Das ist eine Spitze. Das heißt, demnächst hast du ein BeagleBoard Black zu viel und musst dir dann wieder überlegen, was damit machst. Ja, okay. Du kannst ja auch splitten, einen Teil darüber lassen und einen Teil migrieren. Noch etwas zu Nginx. Ja. Zum einen, Nginx unterstützt auch andere Authentication-Dinge. Die sind halt etwas aufwendiger. Okay. Und zwar kannst du sagen, man darf nur darauf zugreifen, wenn zuvor auf eine andere OL zugegriffen worden ist und diese ein Okay zurückgeliefert hat. Interessant, okay. Läuft dann alles selber im Nginx, der sorgt auch dafür und dann wird ein Cookie, ein Session-Cookie angelegt und mit Hilfe dieses Session-Cookies weiß dann der Nginx, der ist berechtigt. Interessant, okay. Ja, und über HTTPS ist dann auch die Sache geritzt und ein Session-Cookie läuft auch nach einer gewissen Zeit ab. Ja, das ist ganz super. Und somit hast du das Problem gelöst. Du müsstest nur halt eine Software, also ein Fast-CGI-Skript oder sowas, ich weiß jetzt gar nicht, ob es da was Fertiges gibt, aber könnte es geben, rennen lassen auf einen bestimmten Pfad, was Login zum Beispiel heißt, und dann passiert das automatisch. Cool. Ja, das scheint mir an. Das ist dann auch kein HTTP-Auth. Das ist dann kein HTTP-Auth oder sowas, wobei, sagen wir so, HTTP-Basic-Auth ist völlig in Ordnung, wenn man HTTPS verwendet. Wenn man es nur selber benutzt, spricht da absolut nichts gegen. Ja. Das Einzige ist eben, dass Passwort nicht abläuft. Das ist ein Problem. Ja, genau. Das hat mich gestört. Aber vielleicht schwenke ich eh noch. Eine Frage noch. Alles dieses Aufsetzen, hast du da irgendwo ein schönes Wiki oder einen schönen Installation-Guide oder ist das alles in deinem Hirn und verteilt auf sehr viele? Ja, ich bin da eher so ein Desperado. Ich hab immer die Furcht, wenn ich solche Aufsetzanleitungen ins Netz stelle, dass dann... Nein, nur für dich selber, meine ich. Auch für mich selber. Und für habe ich nur im Kopf. Also beziehungsweise bin ich mir selber sehr dankbar, wenn ich auch mal dokumentiere. Ich habe schon ein paar so Skripts, die mir halt Sachen anlegen oder löschen. Und das ist mittlerweile über die Jahre ist da auch sogar Dokumentation. Bedankst du dich dann bei deinem jüngeren Selbst, dass er so drauf das gemacht hat? Ja, teilweise ist es dann schon. Also wenn ich zum Beispiel so ein
Berechtigungsreinigungsskript oder so, wo ich mir da zusammengebaut habe, halt einen Feindbefehl mit so einer Wurst, wo dann ein Regex noch drin dran hängt und so. Dann bin ich schon froh, wenn ich sage, okay, ja genau, also was da abgeht. Also die das Nörden automatisiert. Ja, richtig, also das geht dann schon. Na, der Raspi 3, also bis jetzt ist es einfach schön zu sehen, wie sehr sich die Prozessoren langweilen. Das ist ein eigener, wie stark das ist. Ne? Ja, es ist wirklich. Es ist eine der guten Sachen der Mobilbranche, dass jetzt solche Prozessoren und sowas herausfällt für die Bordcomputer. Ich habe noch was zum OpenELEC, und zwar gibt es schon dazu ein Konkurrenzprojekt, und zwar LibreELEC. Der Unterschied ist, OpenELEC ist ziemlich kleine Community, die auch niemanden so wirklich reinlassen, und das versucht LibreELEC durch kürzere Produktzyklen und eine größere Community zu lösen. Das heißt also, da stecken mehr Leute hinter als bei OpenELEC. Selber habe ich es noch nicht eingesetzt, ich habe nur von einem Bekannten, der sich jetzt auch schon dabei engagiert, gehört und das auch schon selber einsetzt. Mhm. Also die bringen öfter eine neue Version raus. Cool. Soll aber noch ein Umstieg problemlos sein. Einfach Image aufspielen, vielleicht vorher ein Backup machen. Ja. Ah ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe nicht klassisches Raspbian genommen, sondern Mini-Bian nennt sich das. Mini-Bian? Mini-Bian. Und das ist eigentlich quasi ein Ableger von Raspbian, nur dass es sich die ganzen Desktop- und X-Bibliotheken spart. Das heißt, wenn man so hat wie ich, möchte dezidiert nicht. Und dann ist das Mini-Bian wirklich ein sehr, sehr schlankes, abgespecktes Debian, und das macht dann schon Spaß. Weil, weißt du ja, wie es ist, ein X-Server da mal zu deinstallieren, da hat man schon irgendwie kein sauberes Gefühl. Und das greift aber dann trotzdem auf die Raspbian-Sourcen zu. Das ja. Heißt, okay, also das heißt nur, das Installations-Image ist im Prinzip anders. Ist abgespeckter, ja. Ja, das gefällt mir. Da muss ich direkt umsteigen. Na gut, okay, bei den nächsten Installationen benutze ich das dann. Ja. Zwei kleine Links noch, die hat mir der Douglas geschickt. Ich habe mich leider noch nicht wirklich sehr viel damit befasst. Das eine war, dass der BBC Micro, das ist so ein ganz kleinst Computer, also eigentlich weniger als ein Computer. Du brauchst, glaube ich, einen Computer, um ihn zu programmieren. Das ist einfach so eine Platine. Okay. Mit ein paar Input-Output-Schlüssel. Und die ist standardmäßig in Python programmierbar. Ich hoffe, ich erzähle das jetzt nicht falsch, aber das hat mich sehr gefreut, weil du beim Arduino zum Beispiel ja doch in einer C-ähnlichen Sprache... In C selbst. In C, ja. Oder C++. Ja, du hast so eine riesen IDE, die eigentlich eh schon sehr viel für dich macht. Mhm. Aber du kommst halt um das C nicht herum, und ich hätte es halt lieber in Python, und jetzt das BBC Micro ist in Python. Hatte ich jetzt Blödsinn erzählt, bitte auf den Shownotes genau nach. Ja. Irgendwas ist der Link. Das andere war von ihm ein Link, wo er gesagt hat, dass Signal, was wir verwenden, nicht wirklich frei ist. Ich glaube, das haben wir schon mal diskutiert, dass das ein bisschen verwirrend ist. Das war, ich glaube, aber es ist eine Geschichte. Unfreie Firma, und dann gibt das wirklich. Aber das ist nicht in der Vergangenheit. Ja, glaube ich, diese Signal. Ich werde es nur nochmal verlinken. Ja, ja, ja. Vielleicht wird der Stefan weiß, ob er das noch einmal genau. Es ist nur so, dass sich das Unternehmen irgendwie aufgespalten hat. Ja. Aber im Endeffekt, die Software selber ist Open Source und die Software ist frei. So, wir können beruhigt weiter Signalen. Ja. Ja. Ich Computer. Ja, wieso? Mach doch. Nein, aber ich werde jetzt weg vom Nerden. Ich gehe in Richtung Crime und Psychologie und Gesellschaft. Ja, wirf mal rein. Weil die Anna noch mit Essen beschäftigt ist und ich dann nachher esse. Vielleicht kommt dann ihre Stalker-Fortsetzung. Nein. Ach, du spielst Stalker? Ein wunderbares Game. Würde ich gerne mal schauen übrigens. Würde ich gerne mal zuschauen. Stalker, das Spiel. Aber erzähl du mal. Ich mal klären, was Stalker ist. Stalker ist auch so. Erstens einmal ist es ein Film von Tarkovsky, einem russischen Regisseur, den ich nur empfehlen kann. Der hieß nicht Stalker, der hieß doch Picknick am Frühstücksrand. Ja, Frühstück am Wegerand. Dankeschön. Frühstück am Wegerand. Ich habe Stalker. Jetzt müsst ihr länger erzählen. Okay, und zweitens ist es ein Ego-Shooter, der einen guten Ruf hat, weil da die Atmosphäre sehr gut ist. Da bist du doch in so einer Tschernobyl-verseuchten Zone, ne? Genau, richtig. Also das
so soll die Story sein. Ich habe ja das andere gespielt, das Metro, was auch wiederum auf Romanen gründet, wo du in den U-Bahn-Schächten von Moskau rumkrebst. Und da war, das war zu einem ähnlichen Ruf, auch in Sachen Atmosphäre und so. Und da habe ich zugeschaut und da fand ich den ersten Teil sehr atmosphärisch. Besonders wenn man dann so in die einzelnen Metrostationen reinkommt und die Leute ums Lagerfeuer sitzen und unter den Gesprächen lauschen und so. Das war für einen Ego-Shooter halt ein ganz stimmungsvolles Ding. Also der Film jetzt, Stalker, das ist doch der Frühstück am Wegesrand. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Also ich glaub, der, das ist dieser Film. Wo am Anfang der Zug einfährt, nee, mit sehr langsamen Schwarz-Weiß-Szenen und wo sie dann versuchen, in das Gebiet hineinzukommen. Wo es auf jeden Fall die Story ist, ja, dass es eben dieses, da ist ja mal ein Komet abgestürzt, das ist eine verbotene Zone und es gibt Leute, die andere, die Menschengruppen reinführen in diese Zone. Das sind diese Stalker, ja. Ja. Und die Geschichte ist, dass es in der Mitte dieses Gebietes oder irgendwo in diesem Gebiet soll es einen Raum geben, wenn man sich da reinsetzt und sich was wünscht, dann soll das in der Flur gehen. Man kommt nicht so richtig hin. Das klingt das sehr Großartige an diesem Film ist, der Stalker warnt die anderen immer und steckt den Weg dann immer ab mit so Schrauben und so und wirft die so hin. Aber man sieht ja eigentlich im Grunde im gesamten Film überhaupt keine Bedrohung. Das ist alles unsichtbar. Das muss ich da gedienen. Ich fand den Spielfilm spitze. Vielleicht ist das der deutsche Titel, aber Stalker ist unter dem, wo ich den Film immer kenne. Also auf jeden Fall basiert der Film und dieser Film, also die Erzählung kommt mir so bekannt vor, den Film habe ich vor Jahren gesehen, basiert es auf dem Buch Frühstück am Wegesrand. Okay, so ist das. Das ist das Buch dazu. Ah, wollte ich gerade vorhin sagen, bevor mir die Chili in den Hals gebrochen ist. Genau, dass der Film auf das ist eine Buchverfilmung. Ja, das wusste ich nicht. Und ich habe ihn selber auch noch nie gesehen. Ich kenne nur eine Freundin von mir, der ein absoluter Lieblingsfilm ist. Ja, ich mag den. Nicht unbedingt, aber trotzdem. Aber für mich ist die Beschreibung so, dass ich mir denke, wahrscheinlich sitze ich dann irgendwie vor diesem Film und werde irgendwie zappelig, weil es passiert nichts. Es ist so ein bisschen wie Jarmusch-Filme, es ist fast eine schaubare Meditation. Ja, also kommt drauf an, das muss man. Ja, geht schon. Ja, geht's in die Richtung, aber das weißt du, das kann halt diese Langsamkeit, das kommt drauf an. Manchmal kann es funktionieren und beim Tarkovsky das auf jeden Fall noch anstrengender. Kannst du mal ausprobieren. Kannst ja auch mit Ding anfangen. Tarkovsky ist ja eigentlich die gute Einstiegssache Solaris. Stimmt, genau. Ja, schwierig, weil ich kenne den Roman halt ganz gut. Ich mag den gern und Lem mag ich überhaupt gern. Mhm. Und da bin ich dann immer ein bisschen heikel, weil ich habe ja so meine eigenen Bilder dazu im Kopf. Ja, Buch, wenn man das Buch schon kennt, ist schwierig. Ja. Das ist uns übrigens unser nächstes Buchgruppenprojekt. Da bin ich nämlich ganz stolz, dass ich das hervorgebracht habe. Lesen wir es von Stanislaw Lem, die Sterntagebücher. Und da bin ich schon sehr gespannt. Das wurde nämlich aber deswegen ausgewählt von den restlichen, die haben vorgeschlagen, sie möchten mal Science Fiction gelesen, weil sie das überhaupt nie lesen. Irgendetwas auf diesem Genre. Also für die ist das neue Land. Hast du nicht gehört, Freunde? Ich bin neugierig, was das Ding. Ja, also die vorigen Bücher waren jedenfalls weit ab von Science Fiction und sie sind da unbeschriebene Blätter bis jetzt entscheidend. Also das wird spannend und ich freue mich auch schon drauf. Ich lese gerade Stoner von John Williams, aber schon so auf, ich möchte endlich Lem lesen, weil ich kenne von ihm eigentlich nur den Futurologischen Kongress und bin neugierig, ob mir das gefällt. Solaris kann ich empfehlen und es gibt eine süße Serie zum Gucken auf YouTube von Raumpilot. Das heißt, ja, hast du erzählt einmal in der Folge. Ja, ist das wollte ich. Zwar nicht sehr an der Literatur verhaftet, aber einfach süß. Cool. Das wusste ich, einen Futurologischen Kongress hatte im Studium im Schwerpunktfach Politik eine Hausarbeit geschrieben. Ach, wirklich? Mhm. Weil, ach so, mit vollem Mund und meiner leisen Stimme, ja, danke, dass ihr mir das Mikro vor die Nase habt. Du hättest recht, glaube ich, wenn du es da herstellst, Dennis. Ich kann mit dem Mikrofon. Ja. Finger weg. Wie viele Biere waren es? So, mir wurde gesagt, nämlich, sie soll lauter reden oder näher ans Mikrofon. Ja. Schon von vielen Personen. Ja, ihr habt ja so recht. So, also dann jetzt in Lauter, weil Lem hat in seinen Büchern fast immer irgendwelche politischen Gegebenheiten und gesellschaftlichen Strukturen hinterfragt und verarbeitet. Und ich habe, und das ist leider ein bisschen lang schon her, eben den Futurologischen Kongress auf Parallelen zu dem, was in der Geschichte passiert, also es ist ja eine Science-Fiction-Geschichte, von dem, was in der Geschichte passiert, auf eine heutige
Gesellschaft in Mitteleuropa versucht zu übertragen und da Parallelen zu finden. Und ich habe es leider wirklich vergessen und auch habe halt ein bisschen rausgesucht und rausgefunden, worauf er sich bezogen hat. So. Ah, cool. Ich habe die auch irgendwo noch rumfliegen, aber ich muss sie einfach meine eigene Hausarbeit nochmal lesen, um es wieder zu wissen, weil es ist zu lange her. Ja, bitte mal, lies nochmal durch und vielleicht führst du mal aus bei einem fotologischen Kongress. Ich habe nämlich auch, einige Hörspielbearbeitungen auch davon gehört, und ich habe irgendwie, mag ich den besonders, den Stoff. Ja, aber vor allem, also die Geschichte als solche ist ja schon mal total abgedreht. Ja, ist so abgedreht, das gefällt mir auch daran. Mein liebstes Buch vom Land ist übrigens ein Krimi. Der hat 2 Krimis geschrieben. Okay. Und einer davon, das ist einfach völlig groß. Auch im Science-Fiction-Genre oder? Also wirklich? Nee, gar nicht. Die Hauptfigur ist ein Astronaut, der nicht ins Weltall darf, weil er Heuschnupfen hat, was völlig unlogisch ist, weil im Weltall ja keine Pollen sind. Aber das ist die Hauptfigur. Nee, es ist ein Krimi und der spielt in Italien. Cool. Okay, werde ich mir merken. Heißt der Schnupfen. Der Schnupfen. Gut. Ja. Pitchi. Zum futurologischen Kongress noch, da hat es jetzt vor 2-3 Jahren, ein bisschen mehr, hat es eine Verfilmung gegeben. Mit der Robin Wright als Hauptdarstellerin in diesem Film, die man ja aus House of Cards kennt, als Claire, Frau von Frank Underwood, die eine sehr gute Schauspielerin, also die mag ich. Und der Futurologische Kongress, die Verfilmung lehnt sich auch nur am Rande an, also da geht durchaus eigene Wege. Es kommt eine Szene vor, der Harvey Keitel spielt doch mit, die macht mir persönliche Schmerzen, weil er da einfach vor Pathetik trieft. Da erzählt der Harvey Keitel irgendeine Geschichte, die ist so traurig, dass er selber zum Weinen anfängt. Aber abgesehen von dieser Szene, Leute, kann ich euch den Film empfehlen. Besonders im zweiten Teil, wo es dann halt darum geht, dass es eine animierte Zone geht, wird der Film auch selbst animiert. Das heißt, dann wird es zu einem Zeichentrickfilm und das ist ästhetisch sehr schön gelöst, ausgeflippt, gut. Also der Kongress, ich glaube, ich habe es in einer früheren Folge schon mal besprochen, absolut eine Empfehlung. So. Jetzt aber. Weil du vorher von Krimi geredet hast. Mhm. Ja. Vorgeschichte, also aus der Serie Horst gegen den Rest der Welt, ja, oder die täglichen Zumutungen des Daseins. Es war im Standard ein Artikel über die Zumutung mit der U6 zu fahren und warum dann sehr viele Leute, die eigentlich nicht dazu tendieren, rechtspopulistische Parteien zu wählen, dann doch in deren Arme getrieben werden, einfach Grundaussage, weil da halt so Drogendealer und ungute Typen sind und das macht dann im öffentlichen Raum sozusagen so ein aggressives Klima, dass die Leute, obwohl sie eigentlich gern U-Bahn fahren würden, dann doch Auto fahren oder weggehen oder sich genieren, weil sie den Mund halten und dann nicht eingreifen, um eben so einen Raufbold oder so einen Dealer zurechtzuweisen oder zu vertreiben. Also dass sozusagen, wenn der öffentliche Raum nicht mehr sicher ist, dass das dann halt so eine dumpfe Angst und Beklemmung auslöst bei den Leuten, die eigentlich an sich nicht primär vorhaben, jetzt fremdenfeindlich zu wählen, aber dass dort dann trotzdem tun werden oder dafür Verständnis entwickeln. Okay. Das ist ein sehr guter Artikel im Standard. Mhm. Der Autor schreibt auch, wie er selber wegschaut, wie halt da so ein Zuhälter mit Prostituierten herumrauft und dann sind zwei Dealer in der U-Bahn und ein so ein Aufpasser mit Hund und so und der schaut ihn böse an und so. Ja, und er geht dann halt weg und so. Mhm, okay, und dann, Standardartikel, genau. Ja, und sagt ihm, glaube ich, noch seine Freundin, dass sie halt, dass es für Frauen noch viel ärger ist. Mhm. Ja. Na, und ich habe das gelesen, das nur zur Vorgeschichte. Und jetzt kommt's. Am Freitag kann ich um 2.30 Uhr nicht schlafen und denke mir, ja, okay, gehst halt am Donaukanal spazieren. Ich wohne bei der Anton-Schmidt-Promenade. Ich gehe am Donaukanal spazieren, es ist regnerisch und es ist windig. Also ich habe mir gedacht, sehe ich vielleicht 2-3 Leute mit Hund oder so oder irgendeinen seltsamen Mitternachtsjogger, aber ich habe mir erwartet, ich habe den Kanal für mich. Ja, ich war so noch im Halbschlaf. Und ich gehe und wirklich 20 Meter von meinem Haus, wo ich wohne, ja, entfernt, lungern da so mehrere dubiose Gestalten herum und eine der dubiosen Gestalten sagt, hast du einen Chick für mich? So mit Akzent. Und ich habe gesagt, nein. Und er sagt, bist du sicher? Ja. Und ich sage, ja. Und gehe weiter und habe so einen Schlüsselbund, einen Karabiner
klinke den Schlüssel aus und tue ihn in die andere Hand. Ja, so als, ich habe ihn noch nie als Schlagring benutzt, aber ich habe mir gedacht, wenn jetzt da irgendwie deppert wer kommt, wenigstens möchte ich nicht ganz nackt darstellen. Ja. Und das Blöde war, ich war noch nicht richtig einmal auf Aggressivmodus, sondern noch richtig so auf Halbschlaf. Ja. Und ich gehe ein paar Schritte und denke mir, wenn die mir jetzt nachlaufen, ist sehr deppert, weil rechts von mir ist der Kanal, links von mir ist ein Gebüsch, also ich kann nicht einmal auf irgendeiner Straße laufen. Ja. Und es waren mehrere. Und ich denke mir so, ja, das wird jetzt blöd, wenn du jetzt in eine Rauferei kommst in deinem Alter. Man muss dazu sagen, ich habe über 100 Kilo, bin 1,88. Also ich ziehe jetzt nicht Ärger an. Und auf jeden Fall höre ich dann hinter mir, wie der ein bisschen mir nachläuft und dann so schreit, brauchst gar nicht das Messer aus dem Rücken oder so. Ja, so okay, irgendwie, der andere reagiert auf deine Schlüssel. Irgendwie, ja, ja. Und ich gehe noch weiter weg und denke mir, okay, das gibt's ja nicht. Dann kommt mir einer entgegen. Und dann wollte ich den auch warnen, habe mir gedacht, jetzt sagst du ihm, pass auf, da hinten sind seltsame Typen. Und er sagt, willst du was kaufen? Und ich muss sagen, das war mir wenigstens lieber, wenn man freundliche Interaktion ist, aber der das ja Wegelager ist. Ja, ja, ich, der Drogendealer ist mir lieber als so Wegelager. Ja. Und diese Wegelager-Typen haben auch irgendwas Seltsames gemacht. Ja. Also um 2.30 Uhr in der Nacht treibt sich niemand im Regen da drum. Einer hat so mit dem Telefon halt aufpasst und einer hat irgendwas gecheckt und einer hat Leute terrorisiert. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich urgeärgert. Ja. Und je wacher ich geworden bin und das überhaupt gemerkt habe, was da passiert bin, desto aggressiver bin ich geworden und mein Kopf hat so angefangen zum Arbeiten. Ja, also immer voll in mich reingesteigert. Und dann habe ich mich so geärgert, weil ich dann nicht denselben Weg zurückgegangen bin. Weil ich habe mir gedacht, okay, das jetzt nicht haben. Da, ja. Anders als mich das urgeärgert, dass ich in meiner eigenen Wohnung, also Straße, wo ich wohne, nicht die, was ich jeden Tag gehe, nicht zurückgehen kann, sondern jetzt sozusagen ein Bogerl machen muss. Ja, ich dachte, was soll das? Mein eigenes Gebiet ist also okkupiert von einer fremden Macht, sozusagen von, also als wäre das jetzt eine fremde Militärmacht. Im Prinzip waren es ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt gehst du jede Nacht um die Zeit mit einem Baseballschläger gehst da herum und patrouillierst, bis die alle weg sind. Weil man dann, alles blöd, wenn es mehrere sind. Ja? Ich müsste Freunde anrufen, wir müssten so eine Art Bürgerwehr gründen. Ja? Und dann habe ich gedacht, habe ich überhaupt Freunde? Nein, eigentlich bin ich zu alt, weil die haben alle Familie und sind zu Hause. Ah, der Gregor, der ist nicht vom Sofa wegzukriegen, verdammt. Ja? Und dann sage ich immer konfuser. Ja? Dann, ja, ich könnte natürlich eine Partei wählen, die für sowas ist, für Recht und Ordnung. Irgendwann hat es dann so Klick gemacht, dann habe ich gedacht, Moment, das bin ich dich. Ja? Und ich war schon so weit, dass man schon überlegt hat, und wenn wir dann erwischen, dann, ja, dann eigentlich muss man dann immer Exempel statuieren, ne? Ordentlich, damit die anderen auch abgeschreckt werden. Also es war wirklich, ich bin immer in ein Fahrwasser reingekommen, das mir selber eigentlich sehr unsympathisch ist. Aber es waren alles sehr echte Gefühle. Ja? Und was habe ich dann schließlich gemacht? Ich habe die Shownotes geschrieben vom Podcast, ja, von 3 Uhr bis 6.30 Uhr. Das hat mich schön runterberührt. Warst du aus 3 Stunden zum Shownotes? Zwei Stunden Shownotes und eine Stunde das noch online stellen. Ja. Ach so, okay. Ja, also nachher war ich dann halbwegs emotional ausgegangen. Du hast 2 Stunden Shownotes geschrieben? Ja, ja. Für eine Ach so, Stunde. Freiwillig. Ah, okay. Das war super lecker schon. Dankeschön. Sehr gut. Und ja, habe mich beruhigt und bin dann um 7 Uhr zum Karmelitermarkt gegangen, einkaufen und laufe bei der Polizeistation vorbei. Und ich dachte so, jetzt, weil gefallen lassen möchte ich es mir auch nicht, dass vor meinem Haustür praktisch da Leute mich nicht durchgehen lassen, und gehe zur Polizei rein. Und irgendwie war da nichts los um 7 Uhr dafür, da war nur so ein leerer Raum ohne Licht und ein anderer Raum, der war zugesperrt, da hat man gesehen, da sind Stimmen dahinter, und dann klopfe ich halt, ja, kommt so einer und sagt, ja, und ich sage halt, ja, ich bin belästigt worden. Und dann hat sie, also ich kann es nur empfehlen, man soll hingehen. War ganz ein freundlicher Beamter, obwohl es total in der Früh war, Samstag früh. Hat sich hingesetzt, hat gesagt, ja, was ist passiert, Ausweis und so. Und dann habe ich ihm das erzählt und dann hat er gesagt, ja, strafrechtlich ist das nicht relevant, aber es ist für Sie intern sehr relevant, weil das kommt in den Tagesbericht oder Lagebericht rein und das kommt jetzt, also Sie haben ja Streifenfahrzeuge, die nachts bestreifen und die werden jetzt angewiesen, dass sie auch dort öfter fahren. Also, und dann es verläuft nicht ins Leere, wenn man es verläuft nicht ins Leere, und dann habe ich ihn extra gefragt, ja, was soll man tun? Er hat gesagt, na, sie haben genau richtig reagiert, bloß nicht zurückgehen und mit dem irgendwas reden. Und ich versuche den Polizisten original zu zitieren, weil er hat sich so gefacepalmt und hat gesagt, sie glauben nicht, was für Leute unterwegs sind oder wie die drauf sind. Ja. Und sonst hat er gesagt, wenn man mit halt so Drogenhändlern, wir haben ein bisschen über das Thema geredet, zu tun hat. Also bloß nicht stehen bleiben und die fotografieren oder so, um eine Anzeige zu machen, weil die halt dann auf einen losgehen, sondern was man machen soll, ist einfach weitergehen.
Handy nehmen, 133 wählen und sagen, genau wo man was gesehen hat. Und falls eine Streife gerade unterwegs ist, geht die dorthin, je nach Priorität. Also man muss sich auch keine Sorgen machen, dass man den Notruf verstopft, weil die eh intern das gewichten, je nachdem, wie sie ausgelastet sind. Okay, das war deine Erfahrung. Und Shownoten beruhigt deine Nerven. Das ist Shownoten beruhigt meine Nerven, ja. Und sonst halt lieber zur Polizei gehen. Müssen wir diese Shownotes durchlesen? Ja. Oh je. Doch, aber ich muss, also das mit dem Shownoten kann ich bestätigen. Ich habe mich auch schon gelegentlich mal geärgert an einem Freitag oder so. Ich schreibe es ja normalerweise immer freitags und dann zum Shownote schreiben, wie gesetzt und dann noch heute. Und total schön. Ja. Aber es ist natürlich so, wenn man schon aufschreibt, dann hat man ja quasi diese Runde hier, die man da man so erlebt so emotional das wieder, ja. Und ja. Das ist ja eine nette Runde, so, ne? Also es macht dann quasi... Also falls sie ein schlechtes Leben haben, zu aggressiv, zu viel Gewalt, einfach Shownotes schreiben. Wir suchen immer Leute, die für uns Shownotes schreiben. Aber erstmal auch zum Beispiel hierher kommen. Ja, das ist auch gut, ja, ja. Er ist mit ihr reden. Ich bin noch nicht ganz fertig, es gibt noch ein kleines Dings. Weil als richtiger Online-Nerd habe ich mal gedacht, warum muss ich persönlich zur Polizei? Da gibt es doch sicher so eine, aus Nairobi, so eine Twitter-App, wo ich da so Geolocation hingehen kann, wurde von drei männlichen unguten Typen belästigt und das wird dann in so einem farblichen Thread-Level, blinkt dann so Wien so rot auf und das ist direkt gekoppelt mit den Maklerpreisen von den Grundstücken und ich kann dann direkt da so irgendwelche Leute, die ich nicht mag, die Grundstückspreise runtertreiben. Aber dem war nicht so. Derzeit habe ich extra den Polizist gefragt und der hat gesagt, er weiß nichts davon. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich im Sommer nichts zu tun habe, habe ich ein neues Projekt. Ich würde gern einfach, weil es in OpenStreetMap eh schon die Möglichkeit gibt, dass du alles Mögliche eintragst, hätte ich gern irgendwie so eine maschinenlesbare Open-Data-Sache, wo du einfach, sagen wir so, bevor etwas kriminell ist, dass ich möchte ja wissen, wo sind ungute Typen unterwegs, wo ist sozusagen derzeit ungut zum Gehen. Ne? Und du das gerne eintragen? Möchte ich das eintragen, ja. Und ich, also... Ich, das wäre ein Projekt, was mich reizen würde. Also ganz ehrlich, ich würde das nicht, ich möchte das nicht, also ich habe mir jetzt mit diesem Thema, also ich als Frau und ich als Sozialpädagogin, für Mädchen zuständig ist, habe mich mit dem Thema schon öfter mal befasst. Und es ist grundsätzlich mal so, dir passiert, je mehr, umso mehr du Angst hast. Und wenn du nicht weißt, dass du Angst haben musst, hast du wahrscheinlich weniger. Achso, du meinst, ich schreibe dann, ich halte dann Leute davon ab, das Haus zu verlassen. Also ich würde zum Beispiel in so eine Karte nicht reinschauen, weil ich mich frei bewegen möchte. Ja, ja. Und ich bin tatsächlich, ich gehe auch in der Nacht allein, also ich kenne Frauen, die gehen in der Nacht nicht allein raus. Ja. Ich mache das schon. Ich weiß aber in dem Moment, wo ich mich irgendwo unwohl fühle, da muss überhaupt nichts gefährlich sein. Dann strahle ich aus, ich fühle mich unwohl und das animiert dann wiederum Leute, die sich vielleicht gar nicht so richtig überlegt haben, mich zu überfallen, würde das eventuell animieren, mich zu überfallen. Deswegen gehe ich da, wenn ich mich unwohl fühle, gehe ich da nicht hin. Also da gehe ich tatsächlich dann an meinen Umweg, obwohl ich zwar rational weiß, es ist da passiert nichts. Und das wäre für mich eben so ein Grund, dass ich sage, ich möchte nicht wissen, wo es vielleicht gefährlich werden könnte, weil ich dann dieses, mich fühle mich unwohl ausstrahlen. Aber ich verstehe dann aber du, ich meine, niemand muss ja diese Map anschauen. Ich tue die eigentlich für meine noch nicht existierende Bürgerwehr. Krieger Doppelface-Feind. Bürgerwehr. Nein, ich habe einfach gedacht, es sollte eine Möglichkeit geben. Also ich würde das auch gerne nutzen, weil dann weiß ich, wo ich hinziehen könnte und wo nicht. Ja, ich vermute, es gibt eine ziemlich starke Korrelation zu Grundstückssachen, was mich natürlich auch ein bisschen interessiert. Ne? Mietpreise und so. Ja. Ja, sicher. Die schädigen ja auch den Wert. Wenn du eine Eigentumswohnung hast... Irgendwie nicht. Achso, Eigentum schon, aber Miete nicht. Ja, Miete wird nicht so schnell abgedatet, aber indirekt schon. Ja. Also, Miete wird trotzdem immer höher, das wird nichts helfen. Ich wohne zentral genug, dass allein wegen der Kneipendichte schon genügend Polizei unterwegs ist in der Nacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Krieger. Da im 6. Ich habe so eine ganz eigene Theorie dazu, dass zu irgendeiner Großveranstaltung wie EM oder EM haben sie der Polizei im 6. irgendwie mal hochgepusht. Das sind irrsinnig viel Polizei und Sicherheitsgründen und nie wieder zurückgedreht. Also es ist im 6. Weil sie nämlich wunderbar zum 6. Ja, ja. Ich konnte den Polizisten zum Teil von meinem Fenster aus zuwinken. Ist auch gut. Ja. Die sind bei mir eine Zeit lang gegenüber gewesen, jetzt nicht mehr, aber trotzdem kann ich den zuwinken. So viel dazu. Ja.
Ich habe da noch etwas anzufügen, weil du gesagt hast, Geokoordinaten, Karte und so. Nämlich der Sven hat uns ein Thema zukommen lassen, nämlich ein Kunstprojekt. Ein Kunstprojekt aus dem Jahr 2014, das eine ganz putzige Geschichte hat. Ich versuche nur gerade irgendwie. Es geht nämlich um den Künstler Alfredo Barsuglia. Ja? Der hat nämlich einen Pool gebaut. Er hat einen Pool gebaut, mitten in der Wüste, mit einem Solarpanel, und hat aber, um dieses Pool besuchen zu können, er hat dieses Projekt Social Pool genannt, musste man ins MAK Center, also schätze ich mal so ein Cool Center von West Hollywood, Besuch hinreisen. Ja. Und dort kriegt man dann einen Schlüssel, wo man dieses Pool aufsperren kann, und man bekommt die Geokoordinaten. Aber man weiß sonst nicht, wo es ist. Aber ist Wasser drin in der Wüste, oder? Es ist Wasser drinnen, und du kriegst auch Anweisungen, wenn du das Pool besuchst, dass du dir auch ein paar Kübel Wasser mitnimmst und dann für den Nachbesucher ein bisschen nachgießt, das zu machen. Ja. Und die Idee ist, wie lang bleibt denn sowas überhaupt stabil? Wann setzt der Vandalismus ein, oder funktioniert so ein Projekt? Wobei das Interessante ist, dass das in der Wüste ist und nicht in irgendeiner Gegend, wo... Genau, ich kann da euch da eher, also die Zuhörer haben jetzt nichts davon, aber so, so schaut dieses Pool aus. Also das ist ziemlich simpel. Es erinnert so ein bisschen an Breaking Bad. Ja, ja. Also es ist wirklich so mitten in der Wüste. Dieser Artikel, den ich da zitiere, ist von der Juliette Bennett Ryler. Und die berichtet dann aber leider, dass dieses mittlerweile wurde ein Solarpendel gestohlen. Und eine Pumpe wurde entwendet. Aber die Story ist eigentlich ganz witzig, weil die Leute, also es gab mehrere Leute, die das besucht und dokumentiert haben. Und, und diese Bloggerin hat außerdem noch ein Foto vom Schlüssel abgebildet. Autsch! Das heißt, es gab einen dokumentierten Fall, wo zwei andere Blogger sich geschafft haben, diesen Schlüssel zu kopieren. Nur anhand des Fotos. Und dann recherchiert haben, wer aller dieses Pool besucht hat. Und nicht auf ihrem Blog, aber auf anderen Blogs waren die Geodaten von diesen Bildern von dem Pool nicht entfernt. Das heißt, so konnte es herausfinden. Und es ist sogar so weit gegangen, die Recherche, dass sie herausgefunden haben, wie viel er für dieses Grundstück bezahlt hat, über irgendwelche Tags, Datenbanken, keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Aber es ist halt schon interessant. Also es ist eine Geschichte, die zum Teil eben dieses Geodaten herausfinden und dann auch ein bisschen Lockpicking drinnen hatte, dem von einem Foto ein Schlüssel. Ja, schade, dass der Vandalismus schon eingesetzt hat, aber ein interessantes Kunstprojekt. Danke, Sven, für das Thema. Muss man mal auf Google Maps schauen. Ja, stimmt. Könnte man eigentlich eine Erkennungssoftware drüber laufen lassen über Google Maps? Wo ist ein Swimmingpool? Genau, so schaut das jetzt aus. Mit Badeenden? Obwohl, da ist das eine Pendel ist noch da. Vielleicht haben sie nur ein eines mit. Ja, Badeenden haben es dort gelassen. Naja, es schaut nicht mehr so gesund aus. Ja, wasserschön grün. Ja, interessantes Projekt. Ja, Social Pool. Ich habe ein dickes Buch und einen Kinofilm, aber ich glaube durchquatschen. Ich habe ein Computerspiel und ein Festival. Festival. Okay, dann fange ich erstmal mit der ersten Bank an. Ersten Schluck Bier, so Festivalstimmung. Prost. Ja, Prost. Ich war auf dem WGT, dem Wave-Gothic-Treffen in Leipzig, wie letzte Woche schon angekündigt. Das ist ein Festival in Leipzig, das ist schon seit 25. Mal, also das 25-jährigste Jubiläum. Es sind aber nur 24 Jahre, wenn man es genau ausrechnet. 24 Jahre, aber es ist das 25. Mal gewesen. Und es ist das zweitgrößte Gothic-Treffen meines Wissens im deutschsprachigen Raum. Das Mera Luna ist größer. Aber es ist schon selbst ziemlich groß. Und es ist über die ganze Stadt verteilt. Es ist nicht an einem Örtchen wie eine Halle oder sowas oder ein Zeltplatz oder sowas, sondern wirklich in der ganzen Stadt. Also es gibt Gurken, die stürmen die ganze Stadt. Ja, genau. Das Stadtbild. Ja, das...
ist schon ziemlich genial, wenn man durch die Stadt läuft, durch die Innenstadt und überall schwarze Leute rein rumlaufen. Also und es prägt das Stadtbild. Ja, also. Es prägt sofort das Stadtbild. Schön. Und dann geht man in ein Museum rein und kommt da kostenlos rein, weil das mit im Programm drin ist. Oh, nice. Also du musst nur kostümiert sein oder kriegst du das? Nee, das Bändchen. Ein Bändchen kriegst du. Ja, weil damit kommst du auf die, damit kannst du auch in der Bahn fahren. Es kommt, ist alles inklusive. Ich habe so ganz so nette Bilder gesehen, mit der irgendwie, dass es da eigene Buslinie ab Hauptbahnhof gibt. Ja, und Linie 31. Was dann auch so beschriftet ist. Und genau. Ich kenne dann auch mehrere Leute, die schon dort waren. Ich glaube, mich reizt das auch mal, da hinzufahren. Nächstes Jahr kannst du erst wieder hin. Wie sehr machen die Stadtbewohner mit? Also tun die Busfahrer auch so ein bisschen sich schwarz anziehen? Oder? Ich fange vielleicht mal am Anfang überhaupt an, weil dieses Jahr gab es dann eine extra Ausstellung zum 25. Jubiläum. Im Stadtmuseum, glaube ich, ist das. Vor 2 Jahren gab es dann eine andere Ausstellung mit Bildern, diesmal eine Ausstellung zum WGT-Jubiläum. Also es hat vor 24 Jahren das erste Mal stattgefunden, oder 25. Da hieß es damals noch Moonshine oder Moonlight Festival. Okay. Es waren 2000 Leute da. Es waren 30 freiwillige Gothics, die das Ganze organisiert haben, ehrenamtlich. Mhm. Und so langsam ist es gewachsen und schon ziemlich schnell hieß es dann Wave Gothic Treffen. Aber dann haben sie es schon ein Jahr später in Wave Gothic Treffen umbenannt, weil sie sich nicht darauf versteifen wollten. Das ist noch frei. Das... Ja, 2000 war dann das Chaos WGT. Das war sehr, sehr chaotisch, fing es an und plötzlich war der Betreiber pleite und konnte nicht mehr die Bands bezahlen. Die Ordner sind alle futsch weg gewesen, waren wohl geldgeil. Und ja, das Festival wurde somit verlief im Sande. Aber die Bands wollten unbedingt, dass das WGT stattfindet. Die Besucher wollten, dass es stattfindet. Also haben sich viele, viele Freiwillige gemeldet und haben das Ganze weiterlaufen lassen. Wow, schön. Also ein Festival, das sich durch die Besucher wieder selbst repariert hat. Sozusagen. Ja, genau. Schön. Und viele Bands sind trotz ohne Gage aufgetreten. Nein. Ja. Und damit hat das WGT im Jahre 2000 doch stattgefunden und im nächsten Jahr daraufhin gab es dann wieder offiziell einen Veranstalter, einen neuen, und es wurde weitergeführt. Ja, es ist schon eine bewegte Geschichte und seit 2000 ist es auch so, dass es zur Stadt Leipzig gehört und die Stadt Leipzig mithilft beim Organisieren. Es sind, glaube ich, jetzt über 20 Orte beteiligt, wo Bands spielen. Es ist unglaublich viel. Und die Stadt Leipzig stellt halt wieder Linien zur Verfügung und Festspielmittel Deutschland MBH, die das organisieren, machen im Prinzip den Rest. Es bringt auch 4,2 Millionen Einnahmen für die Gastronomie. Das ist schon sehr recht viel. Und anfangs war die Bevölkerung eher skeptisch, wollte die wieder weghaben. Das erste Festival hat stattgefunden und schon waren alle dagegen. Das kann man nicht haben. Und der zweite Schritt war, dass sie versucht haben, die WGT-Besucher mehr oder weniger auszubeuten. Es war nicht ein Miteinander. Ja, genau. Und der dritte Schritt war dann doch so, dass es ein Miteinander wurde. Die Leipziger haben sich arrangiert. Da sind WGT-Besucher, gehen jetzt sogar auch auf die Straße, nur um Fotos von denen, die in die Stadt kommen, zu einem Festival Fotos zu machen. Also es ist unglaublich. Tja. Cool. Was für Bands hast du gesehen? Oder wie hast du... Ja. Wie heißt die? Ich bin ja neugierig. Ja. In der Goth-Szene beheimatet. Ich bin ja, also fange ich mal bei was anderem an, weil Bands, das ist ja schon fast, kann man ja im Internet nachlesen. Okay. Aber Eindruck, ich finde, sowas ist vielleicht besser zu erzählen, als zu sagen, ja, die Gruppe hat gespielt und die Gruppe. Eindrücke sind besser als Worte.
dadurch, dass es ein Jubiläum war, haben sie sich was anderes einfallen lassen als das vor 5 Jahren. Da gab es schon ein Jubiläum, da war ich auch und es war, ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was das war. Das Besondere, es hat auf jeden Fall schon donnerstags angefangen, das WGT. Stimmt, genau, das Besondere war, dass donnerstags bereits Bands aufgetreten sind, sonst hat es immer freitags angefangen. Mhm. Und diesmal war es so, dass sie einen Freizeitpark hinzugefügt haben für den Donnerstag, und zwar Nacht. Oh, einen Goff-Freizeitpark sozusagen. Einen Nachtpark, oder? Ja, sie haben einen Freizeitpark angemietet oder sonst was, ich weiß nicht, was gemacht haben. So mit Karussell und so. Ja, Achterbahn, ja, ja. Geisterbahn. Aber ab 20 Uhr, nee, die Konzerte haben erst freitags stattgefunden. Ab 20 Uhr war das für alle WGT-Besucher kostenlos. Ah, okay. Reinzugehen. Mhm. Wir haben uns angestellt, wir mussten 2 Stunden für den Shuttlebus anstehen. Ungünstiger Zeitpunkt gerade gewesen. Manche sind auch innerhalb von 20 Minuten schon dann da gewesen. Sind reingegangen und es ist unglaublich. Es war stockfinstere Nacht und sie haben die Lichter in passenden Farben leuchten lassen, aber alles recht schummrig. Die Fahrgeschäfte liefen fast alle und die Musik haben sie auch angepasst. Also für Musik. Ja, Gott. Also es war Ambient Music, würde ich das jetzt nennen. Wir sind mit der Achterbahn gefahren. Es hieß eigentlich, um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk und ab Mitternacht sind die Fahrgeschäfte geschlossen. Um 1 sind wir noch mit der Achterbahn gefahren und mit der Schaukel. Also es war schon ein tolles Gefühl, in der Nacht in einem Freizeitpark zu sein. Ja, cool. Ja, manche Menschen haben wahrscheinlich Angst. Oh, ganz viele schwarze Personen, die könnten mich überfallen. Ja, ich hatte auch furchtbare Angst vor den ganzen schwarzen Personen. Besonders vor mir selbst. Ja, sind die Leute Ding, also die Besucher des Festivals, auf die Kleidung wird schon geachtet. Also das Schwarz ist noch immer Mode. Schwarz, aber dann gibt es ja auch die Cyberpunks, die ja Neonfarben hinzugefügt haben. Dann die ganzen Barocken, Rokoko und Steampunker. Ach, natürlich. Die gibt es natürlich auch. Also es gibt schon inzwischen eine Mischung. Nicht zu vergessen die Gaslichtromantik. Ein sehr schönes Subgenre der Steampunk. Das ist noch einmal vom Steampunk eine Wenn ich mal auf Wikipedia drüber gestolpert. Steampunk-Artikel ist lustig. Gibt es noch ein paar Subgenres. Ja. Es gibt also schon einige Genres. Und natürlich den ganzen Metaller, zu denen ich eigentlich auch zähle. Okay, also ich finde, die Metaller sind gut kompatibel? Oder es gibt jede Menge Metal-Konzerte. Aha, okay. Also wir waren hauptsächlich auf Metal-Konzerte diesmal und in den letzten Jahren eigentlich auch. Mhm. Die sind zum Beispiel im Heidnischen Dorf, das ist einer der Veranstaltungsorte. Und die Moritz. Sehr schön. Was denn? Ja, schöner Heidnische Dorf. Ist ja, das Heidnische Dorf. Kurz Heido. Habe ich auch jetzt erst gelernt, durch ein paar Bekannte. Das ist ein Mittelalterdorf. Mhm. Wo dann auch Mittelalterstände sind. Da kannst du Pfeil und Bogen schießen, da ist ein Schmied. Aber sind die Mittelalterstandler nicht normal so als Hofnarren und zum Teil auch, gekleidet? Ja. Also ist das dann kein Stilbruch mit den Goten? Nein, die gehören auch dazu. Das ist auch wieder dazu. Die gehören Leute, die sich gern verkleiden. Das ist sehr offene Szene anscheinend. Die haben auch eine eigene Bühne im Heido zusätzlich. Bis auf die große Bühne gibt es noch eine kleine. Und ins Heidnische Dorf kommt man auch, wenn man kein WGT-Besucher ist. Da muss man dann Eintritt zahlen. Aber wo habt ihr eigentlich gewohnt? Wie ist das im Festival inbegriffen oder muss man sich da selber kümmern? Oder? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Zum einen kannst du die Obsorgekarte dir besorgen. Okay. Die Obsorgekarte beinhaltet dann den Zeltplatz. Oder du kaufst dir nicht die Obsorge, sondern ein normales Ticket. Dann musst du dich selber drum kümmern. Und wir haben uns für ein Gasthof in diesem Fall entschieden. Das gehört zu einem Hotel und sonst waren wir in einem Hotel. Inzwischen muss man ein Jahr im Voraus auf jeden Fall schon buchen. Also wer jetzt vorhat, nächstes Jahr zum WGT zu gehen, hat jetzt schon schlechte Karten. Mhm. Also wir haben schon gefragt, die Plätze sind die meisten Hotels schon ausgebucht. Ja, das ist also letztes Jahr konnten wir noch bei dem Hotel bis Dezember buchen, hat noch gereicht. Jetzt geht gar nichts mehr. Also es ist Ende. Mhm.
ja, es ist auch wurscht, wo man wohnt, außer man möchte nachts nach Hause fahren. Also ich würde darauf achten, dass es irgendwie eine Anbindung zu einer Nachtlinie gibt oder dass man mit dem Auto da ist oder man ein Taxi nimmt. Ja. Also die öffentlichen Verkehrsmittel sind kostenlos für WGT-Besucher, bis auf den Donnerstag dann noch nicht. Aber selbst den Dienstag, der Abreisetag, wo keine Bands spielen oder sowas, da bis 12 Uhr noch. Ja, das geht ein. Wie viele Tage sind das, hast du gemeint? Das geht bis Montag. Also Donnerstagabend fängt es an. Donnerstagabend und bis ja. Das Wochenende bis Montag. Okay. Mhm. Und ist es immer Pfingsten oder immer im Immer Mai? Pfingsten. Immer Pfingsten. Ja. Es gibt auch Lesungen. Zum Beispiel, ich glaube, ich habe letztes Jahr schon von Benecke erzählt. Ja. Frau und Herr Benecke, die sind inzwischen geschieden, aber beide haben Vorträge. Und die tragen auch vor. Und wir haben uns diesmal entschieden, wir wollen beide mal uns anschauen. Haben auch schon in den letzten Jahren. Und wir haben bei Lydia Benecke tatsächlich nur noch einen Platz bekommen und bei ihm war es unmöglich. Benecke, das glaube ich. Kein Platz. Also da kommen wir gar nicht erst rein. Die Lesung, die voll war. Ja, die haben jetzt einen größeren Saal schon genommen. Das bisher hat es im Zentraltheater oder Stadt, ich weiß gar nicht mehr, wie das Theater heißt, Schauspielhaus, glaube ich, hier ist das jetzt, stattgefunden. Da haben ein paar hundert Menschen reingepasst. Voll. Jetzt findet es im Haus Leipzig statt. Noch mehr Plätze da. Voll. Also... Sie müssen als nächstes wahrscheinlich die Agrarhalle nehmen. Das ist der größte Veranstaltungsort dort. Mhm. Also eine Lesung in der größten Halle der ganzen Veranstaltung. Wäre mal angebracht, also echt. Besonders, der hat ja insgesamt 11 verschiedene Vorträge, vielleicht auch inzwischen mehr. Und er wechselt immer wieder ab. Also es lohnt sich, mehrfach zu ihm hinzugehen. Das ist... Ja, also dementsprechend könnte eigentlich meinen ganzen Tag füllen. Ja, und die Lesung von der Lydia, also was war da? Um ging's? Es ging um Hexenjagd in der Moderne im Prinzip. Okay. Um einen Fall von drei Jugendlichen in Anfang der 90er Jahre, die Heavy-Metal-Musik gehört haben in Amerika. Und dann wurden zwei Kinder getötet und die drei wurden aufgrund von einer Hexenjagd regelrecht. Die Polizisten haben zu dem Schwächsten gesagt, nachdem sie 14 Stunden ihn sozusagen verhört haben, du kommst hier erst raus, wenn du ein Geständnis abgelegt hast. Mhm. Und dann hat er natürlich, weil er eben dumm war, er hatte nur ein IQ von 72, das ist ganz knapp über der Grenze von einer Behinderung, hat er natürlich dann alles gestanden. Und dann, ja, wir haben die zwei Jungs dann morgens dort in den Wald gebracht. Bist du sicher, dass es morgens war, dass es nicht abends war? Ja, klar, auf diese Art und Weise. Ja. Und dass das auch dann in Deutschland stattfindet zum Teil und eben, dass die moderne Hexenjagd ist. Mhm. Also in der Hinsicht und schwarz gekleidete Menschen seien böse oder sowas und satanistisch. Ja, sowas. Ich möchte es jetzt nicht lang und breit erzählen, weil das sollte man sich eher bei ihr anhören. Okay. Und es ist auch eher deprimierend. Mhm. Wenn auch ein bisschen lustig manchmal. Allgemein hast du das Gefühl gehabt, die Bevölkerung war da sehr involviert von Leipzig, also die nicht sowieso Gurken waren. Also haben die sich gefreut oder euch fotografiert? Ja, oder, also es gab Szenenapplaus, wenn man sehr schön kostümiert war. Ja, also es gibt ja das Steampunk-Picknick inzwischen und es gibt das allseits bekannte, wie heißt es? Das andere Picknick. Ach, das berühmtere. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist ein gesellschaftliches Event. Ja, sozusagen. Und da kommen sehr viele Leipziger und Fotografen und fotografieren dort. Einfach Steampunkler. Ja, genau, richtig. Nicht Steampunkler, das ist eins für Leute, die eher barock, viktorianische Picknick. Das heißt, genau. Man geht dort auch hin, um fotografiert zu werden und das eigene Make-up und Kostüm auszufüllen. Mhm. Das gehen einige hin. Inzwischen gibt es noch eine Nebenveranstaltung im wie heißt das nochmal? Ich habe es vergessen. Panoptikum? Ich glaube, ja. Die haben über eine Crowdfunding-Aktion eine Veranstaltung organisiert. Hat schon letztes Jahr stattgefunden, dann auch im Kleinen, jetzt etwas größer. Und die ist auch ganz nett.
ein Panoptikum. Ich habe jetzt auch vergessen, wie die heißt. Das ist eine, sozusagen eine Konkurrenzveranstaltung zum viktorianischen Picknick. Interessant, ja. Schön. Und gehört nicht zum WGT dazu, aber man kommt trotzdem rein. Ich glaube, als WGT-Besucher kostenlos, alle anderen müssen zahlen und sowas. Ja, ist auch sehr nett und es gibt auch ganz interessante Händler, die dort ihre Waren versuchen zu verkaufen. Das ist zum Teil sogar interessanter, weil die halt nur für einen Tag da sind, sind da ein bisschen ausgefallenere Sachen dabei. Ja, was habe ich noch? Du fährst nächstes Jahr wieder hin? Muss ich. Muss ich, ja. Also Moritz Bastei hat mich etwas enttäuscht. Vor 2 Jahren war es das letzte Mal dort. Das ist mitten in der Stadt noch so was Ähnliches wie das heidnische Dorf. Und es ist immer kleiner geworden. Okay. Schade irgendwie. Ja, Bands. Ja, wie jedes Jahr Celle de Sang angeschaut. Die werden immer besser. Aber die Hanna Wagner, die sozusagen die Frontfrau, hat sich kaum verändert. Also es ist immer zum Lachen. Besonders, sie hat es tatsächlich geschafft, Ernst Horn, das ist der zweite Mann von Deine Lakaien, falls das jemand was sagt, ziemlich bekannt. Ja, ja, ich bin total, ich habe viele Bildungslücken, das gehört dazu wahrscheinlich anscheinend. Aus den 90er Jahren Generators? Ja. Auch okay, sagt er nichts. Ja? Das ist deren bekanntestes Lied, das war sogar in den Charts drin. Okay. Und der zweite Mann von Deine Lakaien spielt halt bei denen Klavier. Mhm. Deine Lakaien, das sind doch die mit der Typ, der bei der GEMA die Klein gibt, oder? Der was? Oder verwechsel ich das gerade? Der Typ, der was? Ich hab's nicht verstanden. Es gibt eine Band und ich glaube, das sind Deine Lakaien, die einen Song haben mit dem Titel, der Typ, der bei der GEMA die Titel eingibt. Nein, das ist... Nein. Sind das nicht die... Das sind eure Mütter. Ah, das sind eure Mütter. Deine Lakaien, eure Mütter. Das sind die Mütter. Wäre aber ideal, es wäre ein Buckelkonzert, genau. Wäre sehr schön. Deine Lakaien, eure Mütter. Schön. Das sind Ernst Horn ist ursprünglich mal Konzertmeister oder sowas gewesen. Und hat dann in den 80er Jahren eine Band gegründet mit Alexander Viljanov zusammen. Alexander Viljanov steht immer vorne, er ist aber nicht der Frontmann, die machen beide gleich. Und er singt und hat eine sehr extravagante schwarzhaarige Frisur. Und Ernst Horn ist dafür bekannt, dass er Klaviere verhaut. Also der schlägt man eben mit Metallstäben oder sowas auf den Klavierseiten rum. Also macht dadurch Geräusche. Und ja, er ist halt schon eine ziemliche Größe und er spielt Klavier und sie macht sich dann auch noch über ihn witzig. Also richtig schön sarkastisch, das gefällt mir immer wieder. Musikalisch finde ich die sowieso super. Also das ist eine Gruppe, normalerweise höre ich ja Musik, die nur funktioniert, wenn sie von der Scheibe kommt. CD einlegen, hören, genießen und wenn man sie dann live sieht, um Gottes Willen, ich will die eigentlich gar nicht live sehen. Geht mir sehr oft so und bei denen ist genau umgekehrt. Ich will die live sehen, aber eine CD interessiert mich nicht irgendwie. Ich kann es nicht zu Hause anhören, weil da fehlt sie. Sie ist so prägnant vorne und so eine Persönlichkeit, die das macht Spaß. Das okay. Ja. Und dieses Jahr hat sie dann als Zugabe ein Lied von Kate Bush gespielt und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das passt so gut zu ihr, weil sie ist ungefähr derselbe Typ. Mhm. Also es ist bin begeistert von denen. Ansonsten Gernot Zagen habe ich halt mir angehört. Das ist eine Metalband. Ich habe einen super lustigen Tweet gelesen. Was denn? Da hat einer einen Dialog getwittert, den sie mit jemand anders hatte. Das war irgendwie. Ich dachte Heide, ich hatte Heidevolk anders in Erinnerung. Das sind ja auch Gernotshagen. Also das war irgendwie, die stand da vor Gernotshagen und dachte, sie hört jetzt Heidevolk. Ja, die haben danach erst gespielt. Ja, genau. verstehe. Jetzt verstehe ich diesen Tweet auch, weil ich mir dachte, okay, die klingen ja doch recht unterschiedlich. Ja, also gerne zu sagen, ich habe mir gedacht, also das ist die Gruppe, wo ich 2000 irgendwas, also vor ein paar Jahren gesagt habe, mir nichts bei gedacht habe. Easy stellt den Plan zusammen und lässt gerne zu sagen so sang- und klanglos weg.
aus unserem Programm, obwohl ich die gern gesehen hätte. Ich wusste nichts davon. Die Band war bis dahin auch nicht so ein richtiger Begriff, aber in dem Jahr habe ich dann die Grippe entdeckt und ich war so stinkesauer auf sie, dass sie nicht diese Band mit in das Programm, unser Tagesprogramm aufgenommen hat. Und damit ziehe ich sie eigentlich seit Jahren immer wieder auf. Jetzt bleibt der Klima. Jetzt haben wir sie endlich mal gesehen. Und ich muss sagen, live funktionieren sie sogar. Die sind ja, richtig gute Liveband. Okay. Also im heidnischen Dorf, die haben Stimmung verursacht und es war richtig geil. Es fing an zu schütten. Es hat sowas von geregnet. Die Leute sind unter die Zelte von den Händlern verkrochen, damit sie trocken bleiben. Und wir laufen herum, Soundcheck. Und plötzlich wurde aus dem Soundcheck direkt die Band. Also es war richtig interessant. Ich habe nichts mitbekommen, dass sie jetzt schon anfangen und stelle mich dorthin. Boah, die haben richtig gut gespielt. Die sind eine gute Liveband. Also ich bin begeistert. Ja, das glaube ich gerne. Ich finde sie so aus Konserve finde ich es anstrengend. Okay. Nee, als Konserve kann ich die auch ertragen. Ja, schon, aber nicht lang. Ja. Ich höre davon heute zum ersten Mal, deswegen. Das Interessante ist, als die angefangen zu spielen, kam die Sonne raus. Aber wirklich in dem Augenblick, daran habe ich gemerkt, Sonne geht auf. Moment mal, die spielen schon. Oh, ich fange jetzt gerade an. Ja, und es hat auch erst anschließend wieder. Achso, während sie gespielt haben, hat es auch ab und zu mal getröpfelt. Da sind die Schirme dann rausgekommen, da konnte man sie nicht mehr sehen. Sag untereinander, diese ganzen Gothic-Besucher, sind die sehr freundlich oder kann man. Ja, definitiv. Oder weil ich denke, dass du ja ein bisschen ein Knödel brauchst, um dich auch so herzurichten. Ist das so ein bisschen Oberschichten-Rasuppen-Hobby? Nein, also das geht von der untersten bis zur obersten Schicht. Und, also kann man auch mit wenig Aufwand Gote sein? Oder ist das ja, zieh dir ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose an. Okay. Ja, dann gehörst du vielleicht erstmal nur, also die Original-Gotten sind eigentlich schwarz gekleidet einfach. Und die Metaller sowieso. Und ich bin am ersten Tag mit einer weißen Hose herumgelaufen. Es gibt auch manche, die wirklich in einem weißen Kleid herumlaufen. In Art Brautkleid. Also, sieht nur Fräger aus? Oder? Nein, überhaupt das nicht. So? Das ist auch ein ganz guter Stil eigentlich. So was. Und manche sind dann die Cyberpunks. Die sind, glaube ich, jetzt vertrieben worden. Also das sind die mit Neonfarben. Die haben einen Schläuch in den Haaren. Ja, die sind. Die macht dann keiner mehr. Steampunker sind wieder da. Die sind. Die waren kurz weg, aber man weiß nicht wieso. Die hat auf jeden Fall niemand vertrieben. Und Barock und Rokoko ist auf jeden Fall kein Problem. Ja. Zur Nettigkeit und so weiter. Also, ich glaube, ich bin die unnetteste Person dort. Also, es sind alle sehr nett. Ja, genau. Und sehr zivilisiert. Du musst dir vorstellen, das war ein Shuttlebus, das war sowas wie eine Schulfahrt und ich kenne Schulfahrten und ich habe auch schon von Schulfahrten gehört, wo der Busfahrer sich geweigert hat, die Leute wieder nach Hause zu chauffieren. Und das war so ruhig. Die saßen alle da, haben sich zum Teil unterhalten, aber so ruhig, das ist kein Papierschnitzel oder sowas geflogen. Sowas von zivilisiert, also wow. Also dreckig ist es auch nicht. Hast du Absinth getrunken? Ich mag keinen Absinth. Also Absinth kann man ja auch hier in Wien beim Schwarzen Reigen trinken und da habe ich ihn mal probiert, die Grüne Fee oder Grüte Minna, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Das geht noch, aber ich mag keinen Absinth, weil es nach Anis schmeckt. Das ist so ähnlich wie Uso. Also Uso und Absinth schmecken so ähnlich. Es gibt eine Tradition für Absinth. Ist das so? Absinth war ja mal verboten. Ja, aber es war so eine Mode, ich glaube, konnte man Biss von werden, oder? Ja, da sind die Stoffe sind aber nicht mehr drin. Die ist genau deswegen, das haben sie geschafft. Jetzt ist es nur ein sehr starker Schnaps. Ja. Also Met wird viel getrunken, das kommt ja eher aus dem Mittelalter und der Metal-Szene. Metal und Mittelalter sind meistens zusammen und die Goths mit den Elektropop und so weiter. Mhm. Also weil es jemand Lacrimosa kennt, die ist. Ja, wow, du bist halt auf mit musikalischen, ja, das ist sehr gut, cool. Ja, Lacrimosa wäre noch etwas, was du vielleicht hören würdest. Ja, könnte ich versuchen. Ja, denke ich schon eher. Vielleicht kenne ich mich auch noch von YouTube. Gutes Erben, schöner Titel. Achso, okay, sagt euch auch nichts. Doch.
Ja, das ist. Anna outet sich als Reservegut. Ja, okay. Ja, die treten dort auch auf. Es gibt da auch ein paar andere. Nightwish, kennt ihr sicherlich. Irgendwie klingelt es im Fernsehen. Nightwish, nicht? Ja, das ist jetzt bloß namentlich. Wie bitte? Du, nur namentlich? Nightwish? Ja. Die waren doch sogar in den Charts. Ja, das ist vielleicht deswegen. Tarja Turunen? Was? Tarja Turunen? Das war mal die Frontfrau von Nightwish. Die sind nämlich auch dort aufgetreten. Ja, okay. Mir wird langsam langweilig. Okay, wer muss eigentlich für diese Stunde jetzt die Shownotes schreiben? Ich würde gerne, könntest du dein, mach mal die Shownotes nachher so, dass du die guten Dings selber schreibst, weil du die am besten verlinken kannst. Das ist ja und ich dachte mir jetzt gerade, Horst oder Anna schreiben die Shownotes. Ja, magst du auch einfach deine Shownotes schreiben? Das passt schon, ich kann das auch machen. Ah, das okay, gut, dann noch ein paar Bandnamen. Na gut. Anna, ja, sag mal, alles, aber die kann ich ja alle nachhören dann, das ist nicht schlecht. Das, vielleicht sollte ich das mal so. Aus der Richtung Gothic und so, bin ich da wirklich. Ja, auf jeden Fall mal rein. Ist. Ja, eben. Das ist auf jeden Fall mal was. Tja. Ganz anders. Ja. Fokus, wir haben noch Zuhörer, möglicherweise. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Anna, hast du ein Thema? Du aber hast doch am Anfang gesagt, du erzählst über etwas, oder habe ich das falsch verstanden? Oder nicht? Ja, ich habe nicht, eins, da weiß ich, aber ja. Da brauche ich jetzt die Notizen, die ich nicht. Ich habe das Internet ja wieder nicht ausgedruckt, weil ich habe nämlich was ganz Nettes das gefunden. Stefan fehlt. Das kam über den Butler. Der Butler ist ja sowieso, also ich sage euch der Butler was? Nein. Der Butler ist Archäologe und macht Podcasts. Der buddelt. Ja, daher kam der Name. Mhm. Gestern hat er geschrieben, er hat seit 2 oder 3 Jahren nicht mehr gebuddelt. Das heißt, er hat kein Ausgrabungsprojekt mehr. Er ist Spezialist für Luther und ist auch am Luther-Museum in Lutherstadt. Nein, in Wartburg. In Lutherstadt Wittenberg. Wittenberg, ja. Die Stadt. Ich habe immer meine Schwierigkeiten, die richtig. Also in Wittenberg auf jeden Fall ist er da. So, und er podcastet und er twittert und er hat gestern von was, einen Artikel von einer Webseite irgendwie retweetet, die ich nicht kannte. Und zwar ist das Braunschweiger Geschichtsblog. Und mit Braunschweig habe ich nichts am Hut und mit Geschichtsblogs gibt es so viele, dass ich da im Leben nicht auf die Idee gekommen wäre, da nachzulesen, aber er halt dann irgendwie schon. Und zwar ganz, ganz schöner Artikel über die Geschichte der Konservendose. Tatsächlich, wie kamen Leute drauf, Konserven, da Sachen ich weiß, in Dosen was, ich weiß, zu was, ich tun? Weiß, ja, ja, ja. Es war beim Napoleon-Feldzug, hat seine Rolle gespielt. Beim Russland-Feldzug von Napoleon wurden erstmals Konserven verwendet. Also sie müssen in der Zeit erfunden worden sein, ein bisschen früher wahrscheinlich. Weil die wurden damals noch mit Bajonett aufgemacht. Wenn du jetzt noch sagst, wann das... Napoleons dann, sollte man wissen, 1800 irgendwas oder 17, ganz spät. Ja genau, und irgendwie 17 irgendwo Mitte bis später haben sie das geschafft, eben die Konservendosen industriell herzustellen mit diesem Falzverschluss. Mit diesem, und vorher hat man die Zuge... lest es nach, gelötet oder so. Aha, ja. Das waren da irgendwie Spengler, so, die ersten Experimente gemacht haben. Und sehr lustig, nicht der Wilhelm Busch, also nicht der Geschichtenschreiber, der mit Max und Moritz, sondern dessen Bruder hatte eine Fabrik. Und die waren so mit die Ersten, die versucht haben, Sachen, Konservendosen, also Lebensmittel in Dosen zu packen. Die Ersten haben sie dann wohl irgendwie... Man muss dazu sagen, das war ja lange vor der Erfindung der Kühlschrank. Ja. Also das ist nicht mit Eis betriebenen Kühlschrank. Und sie haben dann wohl, also die zwei Brüder, der Wilhelm Busch selber, war wohl auch sehr technisch interessiert und sie haben dann experimentiert und das heißt, die Geschichte sagt, dass sie dann die ersten Versuche irgendwo, weil sie gar so peinlich waren und gar so katastrophal waren, irgendwo im Garten verbuddelt haben, das weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Und das Ganze hat vor allem deswegen mit Braunschweig zu tun, also die Brüder Busch, die waren so ein bisschen außerhalb von Braunschweig, so Entfernung von Braunschweig, wie jetzt zum Baden von Lübeck, ist irgendwie so ein bisschen südlich. Und deswegen, weil diese Gegend eine extrem fruchtbare Gegend war, da ist irgendwie Gemüse, alles Mögliche gewachsen, wie
blöde und die war auch sehr dicht besiedelt und deswegen gab es eben auch die Leute, die da irgendwie das verarbeiten und anbauen konnten und so. Aber wie gesagt, empfehlenswert, einfach mal diesen Artikel zu lesen, der hat eine, das heißt Histbrunn, Hypothesis, Org, wie auch immer. Du verlinkst es in der Show. Genau. Und wie gesagt, ich möchte den Butler, der hat den Mirko Gut ja sowieso nochmal irgendwie hochleben lassen, weil der auch einen ganz wunderschönen Podcast macht. Und zwar, nein, er macht zwei Podcasts. Er macht einmal den Angegraben, da macht er, wenn er irgendwie gerade ein archäologisches Thema hat, ganz, ganz schön was Ausführlicheres. Schön ist das in Deutschland auch ein Wort, Angraben für, okay. So wie in Österreich Anbraten, das haben wir in Deutschland nicht, aber ja, genau. Okay. Der heißt eben Angegraben und da hat er auch zum Beispiel es gibt Tagebücher von der Entdeckung und von der Erhebung des Grabs Tutanchamun, da hat er zum Teil Sachen gelesen. Und dann hat er noch was Kleines, und zwar sind das Kuriositäten aus der Archäologie und das nennt sich das Geheime Kabinett. Und da kommt relativ häufig, ich weiß jetzt nicht, was er für ein Ton ist, aber ein, zwei Mal im Monat kommt irgendwie eine kleine Geschichte, so 10, 20 Minuten lang über. Und du als Podcast-Hörerin und Macherin empfiehlst die Podcasts von ihm bei dir nicht? Ich empfehle den einfach total, weil das einfach so schön anzuhören ist. Ergänzt sich wunderbar mit den. Daniel Messner mit dem Zeitsprung, der Kuriositäten aus der Geschichte macht. Ja, das ergänzt gedacht. Sich einfach wunderbar, die zwei Sachen. Na super, wie drauf gemacht. Gehört zu meinem Lieblingspodcast. Boah, jetzt hätte ich eine volle Brücke, weil ich habe ein Buch über das alte Rom gelesen. Ja. Das würde jetzt passen, aber habt ihr. Ich bin schon ausgetämt. Du bist ausgetämt. Ich habe nur noch eine Sache. Und zwar? Ist mir vorhin bei der ersten Band passiert. Was sehr kurzes? Ja, mach. Okay, gut. Ja, ich war vorhin bei der ersten Bank und wollte Geld beheben. Und das ist echt eine Frechheit. Da machen sie, während man Geld beheben möchte, Werbung für die erste Bank. Und es ist nicht so, dass die einfach nur erste Bank, ja, wechseln Sie zu uns oder sowas, anzeigen, sondern man muss auch noch aktiv werden. Okay, jetzt im Bankomaten, im Foyer oder? Ja, im Foyer. Okay. Da steht dann Interesse, kein Interesse. Haben die sie noch allen? Das ist sehr frech, wirklich. Ja, ich habe mir gedacht, ich warte jetzt so lange, bis meine Karte wieder rauskommt. Das ist ja echt komisch. Sie ist nicht mehr rausgekommen. Ich habe dann irgendwann auf, daneben haben sie so ein Balltrack-Ding, also den Trackball, genau, um den Cursor zu bewegen. Und dann habe ich auf die Taste gedrückt. Das war interessanterweise direkt kein Interesse. Also sowas von eine Frechheit. Ich empfehle die erste Bank nicht mehr. Weder Geld zu beheben, noch würde ich derzeit zu denen wechseln. Also sowas darf auf keinen Fall in irgendeiner Weise Schule machen. Die anderen Banken sollten... Noch extra Interaktion einzuführen. Du weißt, es werden die Bankomatgebühren diskutiert und vielleicht war das ein Versuch. Ihr Kunden wechseln. Da muss ich ja mich ja gleich nochmal aufregen über die Bankomatgebühren. Das ist ja wohl bitte eine Frechheit, dass man in Österreich der Bankomat nicht sagt, wie viel ich Gebühren zahlen muss. Eigentlich gar. Okay, in Deutschland sind die Banken dazu verpflichtet zu sagen, wie viel Gebühren sie aber verlangen. Bankomatgebühren. Ja, also es wird diskutiert. Derzeit gibt es sie noch nicht. Also ich aber sie werden bald kommen. Wenn ich von meinem deutschen Bankkonto Gebühren abheben dann muss ich ach so. Sehr wohl muss ich da Gebühren zahlen. Also du möchtest. Und das verrät mir aber der Bankomat vorher nicht. Und das ist manchmal echt nicht wenig. Also du möchtest von deinem deutschen Konto in Österreich Geld abheben. Ja, das ist aber die deutsche Bank, die Gebühren gleich meines Wissens einzieht und nicht die österreichische Bank. Ja, aber in Deutschland sind die Banken verpflichtet, dass einem Bankomaten sagen, wie hoch die Gebühr ist. Mhm. Das habe ich halt hier nicht. Das heißt, ich weiß nie. Das ist nicht vorgesehen. Ich hab einfach die Überraschung, zahle ich diesmal keine Gebühr oder zahle ich 5 Euro Gebühr. Also das finde ich... Das ist mir im Ding, ist mir das aufgefallen. Die Berliner achten stets darauf, in welche Bankomaten sie besuchen. Ja, ja. Und die machen da richtig Kilometer dafür, weil die Gebühren so wahnsinnig hoch. Ja, weil sie wahnsinnig hoch sind. Das ging mir auch so. Wissen Sie, wo hier eine XYZ-Bank ist? Ja, dann müssen sie dort und so weiter. Muss ich früher immer fragen, wie komme ich ganz günstig? Ja. Jetzt mit der österreichischen Karte gehe ich in Deutschland in jede und zahle nirgendwo was.
Und ich habe in Deutschland schon böse Überraschungen erlebt. Also wirklich, dass ich irgendwie für 100 Euro abheben und 5 Euro gezahlt habe. Ja, absurd hoch. Ja. Tja. Also ich empfehle dir ein österreichisches Konto. Ja, schon. Noch. Ansonsten Konto in der Schweiz. Kannst du ja sagen. Aus praktischen Gründen ist es manchmal aber praktisch auch für mich, ein Konto in Deutschland zu haben. Und deswegen will ich jetzt das nicht aufgeben. Und manchmal will man ja davon was abheben. Dann eine Überweisung tätigen auf dein österreichisches Konto. Ja, genau, das ist, glaube ich, die günstigere Lösung. Ja, aber im alten Rom gab es keine Banken. Über die alten keine Banken. Aber ja, Banken gab es. Banken schon, aber keine Bankomaten. Habe ich auch gemacht. Aber das Wort, das Wort Bankenas kommt, glaube ich, erst aus dem Mittelalter. Also es haben zwei italienische Händler haben auf einer Bank, auf einem Platz halt ihre Wechsel- und Finanzgeschäfte gemacht und daraus hat sich das Wort Bank abgeleitet. Aber es ist jetzt nicht das Thema, sondern Thema, also ich habe ein sehr dickes Buch endlich mal fertig gelesen und das war schön zum Lesen, war aber jetzt kein so, wo man sofort die nächste Seite blättert, sondern sehr dicht. Von einer Historiker geschrieben, Vorname habe ich vergessen, bitte in den Shownotes nachschreiben, Nachname ist Baird, also Beard, wie der Bart. Und die Geschichte ist SPQR, Senatum Populumque Romanum und History of Ancient Rome. Vielleicht habe ich es. Ja, von Mary Beard. Mary Beard, ja. Genau. Eine, ich glaube, eine britische. Ja, History of Ancient Rome, genau. Und sehr cool. Und man muss dazu sagen, ich hatte 5 Jahre oder 4 Jahre Latein in der Schule und da war ich eine ziemliche Niete. Also der Lateinlehrer hat zwar viel erzählt und war sehr begeistert von dem Fach, aber das, weil ich da immer Terror gehabt habe, dass ich da die Schule verlassen muss wegen meiner schlechten Lateinnoten, hat die Begeisterung nicht so ganz übergeschwappt. Das immer höchst unnötig gefunden. Durchaus auch meine Schwierigkeiten. Jetzt so, nachdem die Schulzeit lange vorbei ist, ist das natürlich hübsch, sich einmal da so ein Buch von einem, der halt sehr begeistert ist, über die Zeit reinzuziehen. Und das Interessante war, das war für mich so ein bisschen persönlich der Genuss, auch auf Wikipedia und diversen anderen Geschichtssachen, wenn man so nachliest, kriegt man halt immer wieder dieselben Geschichten, also was eigentlich auch der Lateinlehrer erzählt hat. Sind dann halt so, oder was haben die Eltern auch erzählen, was sie über Latein, über Römische Reich wird ja schon lange geschrieben. Ne? Und sie zerlegt das immer sehr schön, also sie macht die Geschichte von 700 vor Christus bis 300 nach Christus, also auf den Bereich konzentriert sie sich. Und das Schöne ist, sie erzählt halt, was man so weiß. Meistens weiß man das, was man weiß von römischen Geschichtsschreibern, die Jahrhunderte später drüber geschrieben haben und zum Teil dann eben auch aus politischen Gründen das irgendwie bestimmte Sachen herausgepickt haben oder einen bestimmten Blickwinkel gehabt haben. Und sie vergleicht das dann halt mit dem Stand der Forschung, was man über Ausgrabungen weiß oder von Ausgrabungen. Und die Diskussion ist dann immer, wie sehr ist das, was dieser Geschichtsschreiber im Namen dieses Kaisers über diese und diese Sache geschrieben hat, war das eine Rechtfertigung für aktuelle politische Geschehnisse, weil das war da sehr modern, sozusagen einen Rückgriff auf die Geschichte zu machen, um mit dem Gründungsmythos von Rom irgendeine aktuelle politische Sache zu... Die Motivation dahinter, die Geschichte so zu schreiben. Das heißt, wir haben ja Geschichte eher, dass uns interessiert, was damals passiert ist. Die haben das eher das Interesse gehabt, mit etwas alten, mit einer Legende, die sie sich vielleicht jetzt erst ausgedacht haben oder hervorgeholt haben, etwas zu rechtfertigen oder zu betonen, was halt gerade aktuell war. Also die Funktion von Geschichtsschreibung war ein bisschen anders. Ne? Richtig, und das wobei heutzutage die Geschichte manchmal auch missbraucht wird. Aber auch nichts Neues. Ne? Und das ist schon interessant und sie versucht das dann halt auch zu erklären. Also der hat das zwar geschrieben, aber die archäologischen Beweise, was wir halt kriegen, sagen eher das Gegenteil oder sagen zumindest, dass das vielleicht eher nicht die Regel war, sondern die Ausnahme oder zumindest kein großes Problem, weil sonst hätten wir viel mehr von dem und dem finden müssen. Das ist sehr interessant. Du siehst also sowohl das, was man weiß von Quellen und das auch, was man wieder weiß von Ausgrabungen. Und da kommt ja immer wieder was Neues. Und das hat Spaß gemacht. Vielleicht war auch der Spaß, dass man dann so sagt, aha, das habe ich immer gehört, dieses Geschichtel oder so, und das stimmt gar nicht so oder war vielleicht doch ein bisschen anders. Also man lernt sehr, sehr viel. Und das andere, es gibt ja mehrere Bücher wie dieses Fall und Decline, Rates and Decline of Roman Empire, also sehr alte Bücher, wo sich Historiker beschäftigt haben, warum konnte das Römische Reich so groß werden und warum ist es dann wieder zerfallen. Das beschäftigt Historiker bis heute. Und auf das geht sie nicht so direkt ein,
sondern sie konzentriert sich eher halt auf die Zeit, wo es gerade groß geworden ist und groß war. Also wo dann die Christenverfolgungen anfangen, hört es schon wieder auf. Mhm. Also sie interessiert sich nicht für den Abstieg, sondern das fängt eigentlich an, damit dass Rom eine Stadt war, und sie sagt dann von den ersten Grabinschriften, die halt überliefert sind, dass da irgendein General sagt, er hat Feinde bekämpft und so. Und dann sagt sie, ja, und das Dorf, was er da bekämpft hat, war ein paar Kilometer weg. Also sie vermutet, das war bessere Viehdiebe, die da das Nachbardorf überfallen haben. Und auch um den Gründungsmythos von Rom. Und das, was sie eigentlich herausarbeitet, so wie ich das kapiert habe, das hat mich sehr fasziniert. Danke, Karib. war folgendes, dass Rom insofern einzigartig war und eben so ein großes Imperium geworden ist und auch so lange Zeit, über Jahrtausende praktisch, ein großes Imperium war, weil es eine gewisse politische Komponente gehabt hat. Also den Begriff der Nation, und da gibt es schöne Parallelen zur EU jetzt, also zur Europäischen Union und auch zu Amerika. Ja? Mhm. Und zwar geht es darum, dass der Begriff Nation ja damals nicht war, sondern du hast dich definiert als Bürger einer Stadt. Also du warst Athener oder sonstiges. Und Rom hatte damals sozusagen erlaubt seinen Bürgern, und das zielen auch diese Gründungsmythen drauf, dass egal wo du herkommst und egal wer du bist, also entlaufener Sklave oder Krimineller oder sonst irgendwer, du bist Römer und genießt die gewissen Vorteile als Römer und musst aber nicht sozusagen deinen anderen Pass abgeben. Also du musst nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr Athener, sondern du durftest beides sein. Es gab sozusagen die Doppelstaatsbürgerschaft schon von Grund auf, und sie waren offen für eigentlich alle möglichen Dahergelaufenen. Also der Gründungsmythos ist, dass da irgendein König zu wenig Leute gehabt hat, auch zu wenig Soldaten, und dann halt sozusagen jedem Asyl gegeben hat, mehr oder weniger, und das Stadtrecht. Mhm. Das ist jetzt eins von den Gründungsmythen, die sich dann durchgezogen hat. Das heißt, es waren dann im Laufe der Jahrhunderte, wurde Rom und das römische Imperium nicht mehr von Römern regiert, was eigentlich untypisch ist für ein zentrales System, sondern viele Könige waren dann einfach von irgendwo aus dem Reich, also sowohl von Kleinasien oder Spanien oder so. Also es war nicht mehr wichtig, dass du aus Rom bist, und Rom wurde auch selber immer unwichtiger im römischen Imperium. Trotzdem hat das Reich an sich funktioniert. Habe ich mich noch klar ausgedrückt? Oder? Mir ist aber gerade deswegen jetzt noch weniger klar, warum es dann zusammengebrochen ist. Ja, das ist eine andere Geschichte. Es ist ja nicht sofort zusammengebrochen, sondern wenn etwas jahrhundertelang geht, ist ja irgendwie eher interessanter, warum funktioniert das überhaupt so. Warum sie es nicht gehalten hat oder so. Ja, nachher dann, aber erst einmal muss groß werden, das zusammenbricht. Ja, okay, dann war ich zeitlich jetzt wahrscheinlich ganz woanders. Irgendwann ist halt wieder zusammengebrochen. Es gibt ein Mittelalter sogar noch Überbleibsel vom Römischen Reich, ne? Heilige Reich, deutscher Nation, etc. etc. Ja, und das, was für mich halt das Interessante war, eben, dass sie mit ihrem Staat oder Staats- oder Stadtrecht sehr liberal umgegangen sind. Erstmal nur war es so begrenzt auf die Stadt, also die Bürger der Stadt gegen alle anderen. Aber später dann eben auch wurde dieses Recht ausgeweitet auf immer mehr befreundete Provinzen oder kürzlich unterworfene Provinzen, und am Schluss hat irgendein Kaiser dann überhaupt jeden Nicht-Sklaven im gesamten Reich, also das römische Bürgertum, per Dekret gegeben. Und das hatte gewisse Vorteile. Also hast dann einen guten Status gehabt. Und ja, und da drängt sich für mich halt auf, dass wir jetzt in einem Europa leben, wo gerade sehr diskutiert wird, wer darf wo sein. Also wer darf in den Staat hinein, wer darf die Vorteile genießen, wo sind die Grenzen sozusagen, und werden wir ein europäischer Superstaat oder geht es wieder in die andere Richtung, in Richtung Kleinstaaterei? Und das andere ist halt in Amerika das klassische Melting-Pot-Idee, also dass die groß werden, weil sie halt von überall Immigranten genommen haben oder von sehr vielen Leuten, und dass das halt Stärke ausmacht. Das ist halt ein interessantes Thema. Und das andere ist, sie versucht dann auch ein bisschen das Leben der Zivilisten zu erklären. Also nicht nur der Oberschicht, die sich Geschichtsschreiben hat leisten können als Hobby oder Leute dafür bezahlt hat, sondern auch, was halt die archäologischen Beweise hergeben vom Alltagsleben der kleinen Leute oder von mittleren Plebs. Leute, von Plebs. Ja. Und da haben sie auch irgendeine riesige Latrine ausgraben
irgendwo, also wo halt die Abwässer- und Markeninhalte über ein paar Jahrzehnte versteinert sind praktisch, und dadurch wissen sie sehr genau, was die Leute gegessen haben. Mhm. Und was sie auch, ab und zu haben sie dann auch Schmuckstücke gefunden, das heißt, sie wissen auch, dass die Leute reich genug waren, dass ab und zu einen Ring verloren haben in dem Abwasser. Also daraus kannst du wieder Rückschlüsse ziehen, wie reich die waren. Also der archäologische Aspekt ist ganz stark im Buch. Das ist ja spannend, das passt wirklich dann auch zu dem angegrabenen Podcast. Okay. Also für mich ist sehr interessant geschrieben, aber es ist halt viel zum Lesen. Also bei jeder Seite hast du ein bisschen zu tun und zum Nachdenken. Zum Durcharbeiten. Ja. Also ich finde jetzt total spannend, das interessiert mich sehr, vor allem deswegen, weil kannst ich bin ja auch mit Latein auf, völlig auf Kriegsfuß gestanden. Ja. Oh, ehrlich? Ja, gerne. Ich habe es gelesen. Ja. Auf Englisch. Ist okay. Ich bin ja mit Latein irgendwie völlig auf Kriegsfuß gestanden, aber Teil unseres Lateinunterrichts war eben auch römische Geschichte und das fand ich immer sehr spannend. Ja. Mhm. Und die Großen... Ich habe mich so durchgewurschtelt. Also, ja, okay, bei Latein. Ich hatte eine gute Nachhilfe, die hat immer die Stellen erraten. Da das war ganz gut. Aber ansonsten, ich war halt voll zum Vokabellernen. Das ist prinzipiell, aber ist eigentlich ganz, ich fand es halt so denksportartig, ich mochte das nicht ungern, so ein bisschen so rumübersetzen, aber ich war halt voll. Ich habe immer die Logik in Latein gesucht, bis ich dann irgendwie erfahren habe, dass das einfach nicht logisch ist, weil es halt rekonstruiert ist aus Bruchstücken und deswegen kann es nicht logisch sein. Und daran bin ich mal völlig verzweifelt, weil man gedacht hat, das ist auch völlig unlogisch, diese Grammatik. Und Was mich sehr fasziniert hat an dem Buch, ist, sie macht sich lustig bei den ältesten Grabschriften, die man findet, dass das Latein halt nicht sehr gut war. Mit Schreibfehlern, so tut es auch genüsslich sein. Die Römer halt damals noch nicht so gut Latein können, das wurde erst entwickelt. Das ist sicher die Aussicht, die Berühmte von Caesar, alia jacta est, die Würfel sind gefallen, aber est ja Singular, es sollte eigentlich Sunter essen. Ja, also solche Geschichten. Ja. Und das andere, was sie sehr schreibt, ist eine Rolle der Frau zum Beispiel, dass bis 18 irgendwas hat eine römische Frau, zumindest von der Oberschicht, mehr Rechte gehabt als eine Britin. Okay. Also Erbrecht und Geschäftsfähigkeit ohne Erlaubnis des Ehemannes und so weiter. Also in einigen Aspekten. Also da war es durchaus fortschrittlicher, als was dann erst nach der Industrialisierung gekommen ist in Europa. Und das andere war über das Leben der Sklaven und so. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das sich durch das Buch zieht. Und was man so ein bisschen sagen kann, was anscheinend das Römische Reich geschafft hat als Gesellschaft oder was halt da zu projizieren war, dass du auch als Sklave anfangen kannst und trotzdem vielleicht zu Lebzeiten oder zumindest deine Kinder kannst du dann schon extrem hohe Positionen erreichen. Also es war dieses selbe Versprechen wie in Amerika, vom Tellerwäscher zum Millionär. Also die Gesellschaft war durchlässig, obwohl natürlich die Oberschicht immer versucht hat, den Pöbel unten zu halten und so. Konntest du den Sklavenstatus dann ablegen? Also das wurde nicht sehr einfach. Also selber konnte man es nicht, sondern man konnte, nur jemand anderes konnte sozusagen dich befreien vom Sklaven. Also sagen, ja, du bist jetzt frei. Ja, dein Sklavenhalter konnte das machen, ja. Aber das ist anscheinend vorgekommen. Es wurden auch nämlich Gesetze erlassen, dass man nicht zu viele Sklaven gleichzeitig freilassen darf. Anscheinend war das beliebt. Mhm. Und ich habe es also nur so verstanden, dass die also irgendwie geschafft haben, die Sklaven nicht total zu unterdrücken, also dass die sozusagen in den Selbstmord getrieben werden, sondern ihm zu zeigen, also wenn du dich anstrengst und so, also für deinen Herrn arbeitest und so, dass du dann halt Aufstiegschancen hast. Ja. Also erst befreiten Sklaven und dann. Es gab durchaus Geschäftsmann und so, ne? Ja, es gab durchaus Sklaven, die sehr hohe Positionen hatten. Ja. Das waren Sklaven, gehörten also anderen und trotzdem haben die ein Amt bekleidet. Ja. Also es ist also nicht ein sehr hohes Amt, aber schon ein recht hohes Amt, wo selbst die normalen Bürger nicht hinkamen. Es gab überhaupt in der römischen Rechtsprechung sehr lustige Sachen mit den Sklaven. Leute sind auf die Idee gekommen, ja, ich brauche Geld. Verkaufe ich mich als Sklave? Das Ding von der Leiharbeit ist. Ja, und sie haben sich dann als Sklaven verkauft und anschließend dagegen geklagt, dass sie ja selber als Freibürger geboren worden sind. Deswegen können sie ja nicht Sklaven werden. Und anscheinend haben es ein paar noch geschafft, aber irgendwann war dann ein Gericht, das hat gesagt, nein, du hast dich selbst verkauft, der Vertrag ist gültig, du bist jetzt ein Sklave. Wenn du Schulden gehabt hast oder Geldprobleme, hast du dich verkaufen können und das Geld hat dann ein Verwandter gekriegt. Nee, man hat es selber eigentlich bekommen. Na, wenn du selber das Geld hast
kann dein Herr dir das ja wegnehmen. Ja, ja, das macht keinen Sinn. Ne? Das ist ja, das ist doch, Sklaven konnten Geld besitzen. Ja schon, aber die Oberhoheit drüber hat trotzdem der Sklavenhalter gehabt. Also du musstest dich quasi von der Verwandtschaft verkaufen lassen. Du hast dich so, ja genau, und dann mit dem Hintergedanken halt, dass die Verwandtschaft dich dann wieder nach einiger Zeit zurückkauft. Also, ja. Du hast dich praktisch wie einen Leiharbeiter verliehen. Und wenn sie nicht Menge haben, dann hast du Pech gehabt. Ja. Aber, ja. Was mich sehr, also eine Geschichte, das ist glaube ich vom Kaiser Nero irgendein Urteil, das erwähnen sie, das habe ich nicht gewusst, dass es ein Gesetz gegeben hat, wenn ein Sklave den Herrn umbringt, werden alle seine Sklaven umgebracht. Also wenn ein Sklave einen Mord begeht am Sklavenhalter, werden alle Sklaven dieses Herrn zum Tode verurteilt und das wurde auch exekutiert, wobei sie geht da nicht sehr drauf ein, also man weiß jetzt nicht, war das dann sehr üblich oder war das eher ein Ausnahmefall. Auf jeden Fall hat damals sogar im Senat wurde dagegen protestiert, weil das sehr viele Sklaven betroffen haben, aber es wurde trotzdem unter Kaiser Nero dann dieses Urteil zumindest exekutiert. Und die Idee war, dass man die Sklaven dazu bringt, dass sie, ja das auch, aber dass sie untereinander sich bespitzeln. Also Kontrolle. Ja. Und dann auf Spartacus geht es natürlich auch ein. Und das kann man irgendwo anders auch lesen, dass es keinen historischen Nachweis dafür gibt, dass Spartacus die Sklaverei abschaffen wollte, obwohl sie ja selber Gladiatoren Sklaven waren, sondern schreibt, dass da vorher gerade ein Bürgerkrieg war, also die Social Wars, glaube ich, also wo es darum ging, welche Städte das Stadtrecht bekommen haben und nicht. Und dass halt in dieser Nachkriegszeit sehr viele unzufriedene Leute da waren, also Ex-Soldaten oder Verlierer, und dass da halt dieser Spartakus-Aufstand sehr viel Leute ansammeln konnten, die sich denen dann angeschlossen haben, weil sie halt selber gerade keine Existenzgrundlage gehabt haben. Und das aber durch die Antike scheint eher das Modell gewesen sein, also nicht, dass ein Sklave die Sklaverei abschaffen will, sondern dass er versucht, sich selber rauszuarbeiten und dann selber Sklaven haben zu können, das ist einfach böse gesagt. Ne? Aber recht, recht cooles Buch. Bring's dann nächstes Mal mit. Gerne, danke. Und ja, habe mich ein bisschen versöhnt mit Latein als solchem und war interessant zu lesen. Ja, also nicht, dass mir die Sprache jetzt gefällt, aber wobei anderen so denkt man sich dann schon, komisch, diese Schrift könnte ich. Ich bin da kein Null und das war Okay. Das war ein Mobiltelefon. Ihr hattet offensichtlich ein anderes Standardlateinwerk zu. Das war das Goldene Zeitalter. Ja, von irgendwas. Ach so. Das war ein Gedicht, das haben wir auswendig lernen müssen. Wir in Bayern können alle dem Gallischen Krieg den Anfang. Ja, den Gallischen Krieg, ja. Konnten. Ja. Na, auf jeden Fall interessant, ein bisschen von einer Expertin drüber zu lesen. Ich musste die Sprache der Menschen, die heute in Gallien leben, lernen. Französisch. Das ist auch Französisch. Das ist cool. Da ist ja die Grammatik logisch. Das fand ich ja fürchterlich. Mit der stand ich nie auf Kriegsfuß. Da war ich auch immer schlecht im Französisch. Ja, besonders die Professorin, die hatte dann immer mich im Visier bei Schularbeitsverbesserungen. Die machte sich dann immer den Spaß daraus, mich einen französischen Satz schreiben zu lassen. Mhm. Und hat dann gesagt, so drei Axons sind falsch. Und dann habe ich umgebessert und gesagt, jetzt sind vier Axons falsch. Wie beim Mastermind. Ja, genau. Das war wirklich ein Kassel. Das ist gemein. Ich muss aber sagen, ich hatte einen ganz, ganz, ganz tollen Lehrer. Der war mit einer Französin verheiratet und der hat mit uns auch eine Klassenfahrt nach Paris gemacht und so. Und das hat einfach super Spaß gemacht. Ja, also es hängt so viel am Lehrer. Ja. Gute Lehrer braucht das Land. Also nicht so schlecht. Das auch nicht, aber ich war nicht sehr. Ich war da auch eher demotiviert, das schön zu lernen. Und es hat mir dann auch schwer gefallen. Ich war dann auch mit der Schulklasse in Nizza einmal und dann später noch zur Maturareise zwei Wochen oder eine Woche in Paris. Das Sprechtemperament ist halt sehr hoch von den Franzosen. Ja. Ich habe mir dann das schwer getan, mein damals noch frisches Schulfranzösisch umzusetzen. Aber ja, so ist es halt. Ja, mach mal langsam. Ich habe das, was ich noch erzählen wollte, das finde ich nicht mehr. Nee, das hilft einfach nichts, weil ich finde es nicht mehr. Das geht um Sprachenlernen. Und ich habe einen so tollen Artikel gelesen über Sprachenlernen. Und er hat sich auf einen TED-Talk bezogen, den ich noch anhören wollte. Und ich habe diesen Link verschlampt und ich finde ihn nicht mehr. Und es gibt Milliarden TED-Talks zum Sprachenlernen, aber diesen einen, ich,
Ich das kommt hoffe, es war ein Artikel in einem Blog, der über diesen Talk ging. Und ich hoffe, ja, ich finde ihn wieder. Da du noch ein bisschen Bier hast, ich könnte einen französischen Film rezensieren. Oh. Ich kann es auch nächstes Mal machen. Na, wie du willst, mach's. Ja, solange du den Film nicht nacherzählst. Ich darf ihn wieder nicht nacherzählen. Ja. Also der heißt Birnenkuchen und Lavendel. Ist ein französischer Film. Aktuell. Lecker. Ist noch im Kino, ja, auf Französisch angeschaut, im De France. Und ich mag irgendwie französische Filme, obwohl ich sehr schätze, ja, dass das Untertitel drunter sind. Also ich würde es nicht ganz kapieren, wenn es ohne Untertitel wäre. Ja. Und meine Theorie ist, dass französische Filme eigentlich Fremdenverkehrswerbung sind. Das war auch da so, stand groß gesponsert von Region Alprion. Und dann gibt es halt irgendeine Liebesgeschichte oder mit sehr viel Landschaftsaufnahmen, damit man halt Lust hat, dorthin zu fahren. Mhm. Nein, das war ganz nett. Und da war bemerkenswerterweise, um das zu spoilern, keine, also es geht zwar um eine Liebesgeschichte, aber nicht einmal eine Kussszene drin. Also sehr, sehr unfranzösisch. Ja. Ist aber nicht der Film mit dem Autisten, oder? Doch, das ist ein Autist, das ist eine Art Rain Man und der verliebt sich in eine Biobäuerin. Den habe ich die Voranzeige gesehen bei dem Brüssel-Film. Oh, ich fand dieses Plakat so kitschig, dass ich mich nicht weiter für den Film interessiert habe. Kommt drauf an, wie man drauf ist. Ich habe die Voranzeige, war ich auch so. Also erzähl davon. Also, wie soll ich davon erzählen? Ja, mir hat eigentlich gut gefallen, aber ich war jetzt auch in dem. Ich hatte auch eine kitschige Komödie vertragen, also ich kann jetzt nicht sagen, wie groß der Kitsch-Level ist. Ist es denn eine Komödie? Es ist ein französischer Film, also das ist schon halbwegs lustig. Oder aber zum Schmunzeln. Im Spiegel haben es geschrieben, französische Kinofilme erklären, wie man mit schwierigen Lebenssituationen zurechtkommt. Und da geht es eigentlich darum, dass von der Biobäuerin ist der Mann gestorben und sie versucht halt allein diese Birnenfarm zu managen und das haut nicht so hin. Und dann tritt halt dieser Autist in ihr Leben, der halt sehr, es hat so einen Asperger, also er Lärm schreckt ihn und mit Menschen kommt er nur bedingt zurecht, aber bei ihr kommt er halt halbwegs zurecht und er hat halt dafür, dass er so ein bisschen autistisch und seltsam ist, hat aber auch ganz tolle Hackerfähigkeiten, also mathematisch ist er ganz cool und das am Schluss, also sie brauchen 2 Stunden, bis sie zusammenkommen. Ne? Interessant, Autismus. 2 Stunden, das geht aber schnell. Ja, also es sind keine großartigen Liebesszenen drin, sondern ja, ist nett. Ja, ist natürlich, wie es in einem modernen Film gehört, die ist schon, das Alter wird so genau gesagt, sie ist schon 37 und hat schon 2 Kinder und also ist alles ein bisschen komplizierter. Es verlieben sich da jetzt nicht so junge Leute ineinander, sondern ich habe die Fernseher gesehen, aber ich kann mich auch nicht entscheiden. Das Lustige ist eigentlich, wie der Autist oder der Asperger halt er kann zum Beispiel nicht lügen oder tut das nicht gern. Das heißt, er sagt sowohl, wenn er wen mag, als auch wenn er wen nicht mag. Und das ist halt sehr, es ist interessant, dass Autismus ein großes Thema geworden ist in Filmen und Serien und dass man das eigentlich jetzt sehr oft trifft. Das war früher nicht so. Das ist eigentlich ein Zeichen oder ist jetzt so hochgekommen. Ja. Also Mr. Robot oder der zum Beispiel bei Big Bang Theory, Sheldon, der ja auch Asperger, also zumindest angepasst. Ja. Das wird oft thematisiert jetzt. Ne? Interessant. War lieb und nett, der Film. Ist nicht super, aber auch nicht irgendwie schlecht. Wenn man unkomplizierten französischen Film mag, ist das dann ganz empfehlenswert. Ich bin ein bisschen von diesen. Es ist so Birnenfelder und Lavendel. Französischen Film ein bisschen. Wo es nur quatschen und Wein trinken. Und zum Teil so furchtbar schmolzig irgendwie waren. Und das war immer alles fürchterlich dramatisch und so. Ja, das muss man, glaube ich, wirklich selber schauen. Da gab es dann irgendwann mal so eine Parodie auf den französischen Film, der eine Parodie auf den französischen Film. Monty Python hat doch einmal eine gemacht. Nee, das weiß ich. Nee, den fand ich ganz toll. Der hatte einen fürchterlichen Titel im Deutschen. Männer und Frauen passen nicht zueinander. Also irgendwie so ganz. Weißt du den? Hast nein, den gesehen? Nein, ich habe ihn gesehen. Irgendwie fürchterlich, irgendwie mit Lebensschicksalen und fürchterlich verstrickte Geschichte und mehrere Handlungsstränge und der sich aber dann selber irgendwann anfängt, auf die Schippe zu nehmen, dieser Film. Und irgendwann gibt es so einen Dialog, wo der eine zur anderen sagt: Du weißt, was ich am französischen Film überhaupt nicht ertragen kann. Und sie so: Ja, die quatschen nur
ständig. Das ist sehr gut. Ja. Also so, ja, den mochte ich dann noch, aber es, also zum, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig bei französischen Filmen. Allerdings, wenn es so humorvoll ist, dann ist okay. Also es, du legst es nicht da und es ist nicht alle zwei Sekunden ein Gag, es ist eher nee, so heiter, friedlich. So, ja, okay. Ja. Also... Ja, muss man schauen. Ob man das also für einen französischen Film, ich habe den letzten über Korsika da rezensiert mit dem Mann meiner Freundin oder der beste Freund meiner Freundin. Ja, genau. Der Vater meiner Freundin. Ja, genau. Also im Gegensatz zu dem war es extrem harmlos und jugendfrei. Ja, schön. Gut. De France. De France. Ja, kann man anschauen. Ja, der Harry hat uns ja auch so viele Filmideen, da hätte ich gerne. Also bitte Harry wiederkommen. Genau, ja. Harry hat die Idee. Er hat zum Beispiel ein Thema vorgeschlagen, dass Mission Impossible hat James Bond qualitativ weit überholt. Aha. Hab endlich Spectre und Rogue Nation gesehen. Das wäre interessant, mit ihm darüber zu reden. Mag ja beides nicht so. Aber generell wäre es interessant, seine Dinge. Außerdem, was ich natürlich sehr schätze, hat er mir widersprochen. Und ich habe ein Du schätzt, wenn man dir widerspricht. Ich ja, zumindest jede Reaktion ist. Wir haben nämlich ein Thema reingeschrieben, so mit Fragezeichen, mit so Vikings, diese Serie. Ja, ja. Ob es ein prolligeres Game of Thrones ist. Und er schreibt, es ist keineswegs ein prolligeres Game of Thrones. Außerdem wollte er über World Time Buddy, das verwendet er auch in der Software. Und Podcasterei. Er hat sich neues Equipment gekauft. Mhm. Schaumstoff, Mikro, Ampop-Schutz und... Wo ist er? Warum ist er nicht da? Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht war das noch von der letzten Folge rüber kopiert. Ich weiß es nicht. Aber Harry, das war das letzte Mal. Zuschauen, genau. Super, wiederkommen. Das ist immer gut. Eine YouTube-Empfehlung kann ich geben zum Thema Film. Also ich bin auf YouTube stecken geblieben. Und der heißt History Buff. Okay. Story Buff, ich werde es verlinken. Und der macht Folgendes, er guckt sich Filme an, auf YouTube. Man sieht ja nicht den ganzen Film, weil der da irgendwie sehr großzügig zitiert. Und er redet als Historiker darüber, wie korrekt oder inkorrekt das jetzt halt ist. Also wie ein Let's Plays, nur nicht mit Spielen. So mit Filmen. Mit Film. Und als halt von der Perspektive eines Historikers. Sehr interessant, über Game of Thrones sagt er zum Beispiel, wo er glaubt, dass J.R. Martin... die Ideen her hat. Aus der Geschichte. Aus der Geschichte, ja. Und Waterloo zum Beispiel, der Film dürfte ihm extrem taugen. Also da ist er sehr begeistert, dass das alles sehr relativ korrekt ist. Mhm. Wie viel Level von Details sie beachtet haben. Und dann, was halt nicht so stimmt. Kann ich sehen, den Film. Ja, und ich finde 2001 ziemlich realistisch. 2001, Odyssee im Weltraum, ja. Das wäre interessant. Ja. Ein bisschen im Nachhinein. Ja. Okay. Also History Buff heißt der Lauf. Ja. So, jetzt aber. Oder hat jemand noch? Na, ich bin ja, ich scheitere ja. Ich möchte nur kurz anmerken, dass ich nichts zu erzählen habe. Aber du hast so viel in der Queue jetzt schon. Das hatte ich aber auch eine Zeit lang schon. Das kommt manchmal so zusammen. Das ist nur die eine Geschichte. Achso, das sind mit den Strickschriften. Die habe ich vergessen mitzunehmen. Also kann ich sie euch nicht zeigen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ich habe sie extra nur ausgedruckt und hergerichtet und jetzt sind sie in einer anderen Tasche, wie es halt so ist. Ne? Nee, ich habe festgestellt, dass ich jetzt gerade, was Computer anbelangt, so wie so ein dreijähriges Kind in der Trotzphase bin. Also ich möchte bestimmte Sachen machen und dann möchte ich die aber nicht irgendwie machen, dass die funktionieren, sondern dann müssen die genau so sein, passieren, wie ich die gerne hätte. Und nachdem ich jetzt gerade an mehreren Fronten scheitere und mich eigentlich gefreut hätte, dass ich jetzt auf meinem MacBook neben meinem Mac hätte ich mich ja so gefreut, dass ich jetzt Ubuntu installiert hätte, aber ich habe nicht, weil am Schluss wusste mein Mac dann nicht mehr, dass er ein Mac ist und jetzt weiß es wieder. Mac und Linux ist gleich immer schwierig. Ich wollte einen Podcast machen, und schöner Leiden. Ich glaube, den mache ich mit dir zusammen. Und ich muss mich jetzt gerade da mal bedanken, weil es sind ein paar meiner Twitter-Follower, sind auch Hörer hier und die haben mir total super Tipps gegeben und ich wurschtel mich da durch und Dankeschön und ich bin dran, aber es muss halt exakt so passieren, wie ich das gerne hätte und ich will das nicht irgendwie mit irgendwelchen Umwegen oder so. Und deswegen sagt man, nimmt es mir nicht übel, wenn ich es dann doch anders mache. Ja, man muss am Anfang... Mich interessiert die Nebenbemerkung, du hast Twitter-Follower, die uns hören? Ja. Cool, hallo. Hallo. Also mindestens einen, aber ich glaube mehrere. Doch, weil manchmal werde ich dann irgendwie so kontaktiert und weil ich habe doch da neulich irgendwie dies gehört und dann habe ich... Dürfen die herkommen oder? Ja, der eine hat ja mal keine Zeit.
Thomas, ne? Thomas, der verspricht, dass er im Sommer mal das dann schafft. Schön, ja. Und bei den anderen weiß ich es nicht, ja. Ja, also kommt es mal her. Wir treffen uns prinzipiell immer dienstags um 19.30 Uhr. Und demnächst, wenn es mal fahren wird, auch im alten AKH dann. Hast du eine Prognose für nächste Woche? Oder? Noch keine, nein. Das bitte auf biertaucher.at nachschauen. Dort schreiben wir es hin, beziehungsweise auf Twitter und unter Hashtag Biertaucher oder biertaucher.at. Werden wir es schreiben, aber auf jeden Fall nächstes Treffen ist am Dienstag wieder. Ne? Ja, bestimmt. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wunderbar. Tschüss. Ciao.